Im Jahre 1891 stürzten Sherlock Holmes und sein größter Widersacher, der Mathematikprofessor James Moriarty, für Holmes nur der Napoleon des Verbrechens, die Reichenbach-Fälle in Meiringen in der Schweiz hinunter. 3 Jahre lang, bis zum Frühjahr 1894, galten beide offiziell als tot. Die unglaublichen Geschehnisse, die ich jahrelang geheim hielt und erst vor kurzem in den Erzählungen Die Zeitmaschine und die Moriarty-Lüge niederschrieb, zwangen ihn damals, sein Inkognito aufzugeben und erneut in Erscheinung zu treten, um London vor der Vernichtung zu retten und Moriarty endgültig das Handwerk zu legen. Aber was geschah in den Jahren dazwischen? Wo war Holmes und was tat er? Lange Zeit wusste ich es selbst nicht, denn Holmes schwieg wie ein Grab. Bis ich eines Tages beim Aufräumen in der Baker Street einen Stapel alter Aufzeichnungen fand. Akten, Mappen, Folianten, Kladden, Notizen. Teils verfasst von Holmes selbst, teils von verschiedenen Weggefährten, die er in jener Zeit um sich scharte. Auch für diese Abenteuer ist es nun an der Zeit, das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken. Beginnen möchte ich mit den Fällen, die sich während eines Aufenthalts Holmes in Italien ereigneten. So übergebe ich nun den Staffelstab und das Wort an den in Florenz lebenden Buchhändler David Tristram, der für eine Weile meine Rolle als Chronist übernehmen wird. Seine zweite Erzählung trägt den Titel »Der Club des Höllenfeuers«. Es war ein drückend heißer Morgen im Juni des Jahres 1891 und ich saß allein in der Küche der Boldoni und studierte die Tageszeitung. Vor einer Woche hatte ich sowohl meiner schlecht bezahlten Arbeitsstelle in der Buchhandlung Niccolo Machiavelli als auch unserer schäbigen Mietwohnung mit der neugierigen Hausmeisterin lebewohl gesagt. Meine Frau und ich wohnten nun in dem Haus an der Piazza Santa Croce, das seit dem Tod meines Schwiegervaters meinem Schwager Andrea gehörte. Ich war derart in die Lektüre eines Artikels über einen spektakulären Juwelendiebstahl in einem Florentiner Hotel vertieft, dass ich zuerst gar nicht bemerkte, wie Giovanna, die Haushälterin der Boldoni, mit mir sprach. Plötzlich schnappte ich »Mr. Baker Radcliffe möchte Sie sprechen« auf und legte die Zeitung beiseite. »Sagen Sie ihm bitte, dass ich gleich komme.« Sie nickte stumm. Als sie sich durch die Küchentür schob, klapperten die Schlüssel, die sie als Zeichen ihrer Herrschaft über den Haushalt an ihrem Gürtel trug. Bevor ich mich erhob, stürzte ich noch schnell eine Tasse Kaffee herunter. Freudig erregt, wie ein Kind am Weihnachtsabend, öffnete ich die Haustür, lugte hinaus und erblickte tatsächlich die lange, hagere Gestalt von Holmes, der ungeduldig auf dem Bürgersteig auf und ab ging. Er trug die gleiche Kleidung wie bei unserem Abschied in Venedig, nur dass er sich in der Zwischenzeit einen neuen, äußerst eleganten Spazierstock zugelegt hatte. »Die Küche von Giovanna bekommt Ihnen gut. Sie haben in kurzer Zeit mindestens 1 Pfund zugenommen. Ich hoffe, Sie haben etwas Zeit. Wir haben nämlich einen Auftrag.« »So viel Zeit, wie Sie wollen.« »Dann sollten wir uns auf den Weg machen. Ein gewisser Mr. Harold Percy Wilson erwartet uns bereits. Man ist in seinen Palazzo eingebrochen und hat aber versucht, ihm ein Gemälde zu stehlen. Aber dies kann uns Mr. Wilson sicher selbst am besten erklären.« »Wenn der Weg weit ist, sollten wir bei dieser Hitze lieber eine Droschke nehmen.« »Er wohnt nicht weit von hier, am Ende des Borgo Santa Croce in der Via de Benci. Daher ist es nicht der Mühe wert, eine Droschke zu rufen.« »Hoffentlich ist das Gemälde keine Fälschung. Mir ist noch immer ganz schwindelig, wenn ich an die kopierten Büsten denke, mit denen wir uns bei unserem letzten Fall herumschlagen mussten.« »Unwahrscheinlich.« Wenn ich irgendetwas an Holmes geradezu hasste, so war es seine Geheimniskrämerei. Stets gab er nur die allernötigsten Informationen an mich weiter, aber ich wollte diesmal endlich eine etwas aktivere Rolle bei den Ermittlungen übernehmen. »Sie könnten mir doch wenigstens mitteilen, wie Sie von dem Diebstahl erfahren haben.« »Von Mortimer Hopper. Unser Klient ist nämlich Mitglied des Nuovo Circolo del Fuoco d'Inferno.
Die italienische Variante des Hellfire Club. Ich wusste gar nicht, dass Hopper dort Mitglied ist. Ich dachte, Hopper hätte von diesen merkwürdigen Seancen Abstand genommen. Er wird wohl seine Meinung geändert haben. So sind die Menschen nun einmal. Nun, wo es in seiner Villa nicht mehr spukt, ist er gleich wieder zu seiner vorherigen Lebensweise zurückgekehrt. Na, wir haben unser Ziel erreicht. Dies ist Mr. Wilsons Palazzo. Holmes deutete auf einen Familienpalast aus dem späten Quattrocento am Ende der Straße. Die zur Straße gewandte Außenfassade des Gebäudes besaß etwas Schweres, sogar Abweisendes. Das Untergeschoss aus Bossenmauerwerk war nur von winzigen, vergitterten Fenstern durchbrochen. Auch die kleinen Rundbogenfenster der beiden Obergeschosse, bei denen die Mauerfugen nur noch als flache Zeichnung zu sehen waren, beleuchteten das Innere des Hauses nur höchst unzureichend. Kann man mit dem Verfassen von Kunstkritiken so viel Geld verdienen? Einige aufsehenerregende Studien haben ihn in Fachkreisen bekannt gemacht. Nur wenige Sekunden später öffnete ein Diener die Tür. Ein hagerer Mann unbestimmbaren Alters im schwarzen Anzug mit Stehkragen und blank polierten Messingknöpfen. Mr. Henry Baker Radcliffe und Mr. David Tristram. Er gab dem Diener seine Visitenkarte. Mr. Wilson erwartet uns. Wir sind die Ermittler, die Mortimer Hopper ihm empfohlen hat. Wenn die Herrschaften mir bitte folgen wollen. Wir gelangten in den Salon, der eine Renaissance-Decke aus dunkelbraunen Holzbalken besaß. Ein mittelgroßer, korpulenter Mann kam uns entgegen, der schwarze Beinkleider und einen dunkelgrauen Rock trug, der trotz der Hitze zugeknöpft war. Sein graumelierter, zerzauster Haarkranz und die zu großen Gläser seiner Brille verliehen ihm das Aussehen einer Eule. Mr. Baker Radcliffe, Mr. Tristram, schön, dass Sie kommen konnten. Sie trinken doch ein Gläschen Sherry mit mir, bevor wir uns über diese schreckliche Angelegenheit unterhalten. Ehe Holmes ablehnen konnte, hatte uns der Kunstkritiker schon auf zwei unbequeme Savonarola-Stühle komplimentiert, deren authentische Wirkung sicherlich nicht durch die Verwendung von Kissen gelitten hätte. Er holte eine Flasche und drei Gläser vom Kaminsims und goss mit einer fahrigen Handbewegung die Drinks ein. Er reichte uns die zur Hälfte gefüllten Gläser. Dass man in seinem eigenen Hause nicht mehr sicher ist. Wir haben den Palazzo erst diesen Frühling bezogen. Wer hätte so etwas gedacht? Ja, ich weiß. Es ist unübersehbar, dass Sie etwas derart aus der Fassung gebracht hat, dass Sie mit Ihren Gewohnheiten gebrochen haben. Die leichte Druckstelle am Ringfinger Ihrer rechten Hand zeigt, dass Sie üblicherweise einen Ehering tragen, den Sie aber heute Morgen im Badezimmer vergessen haben. Da Sie es sagen, was wissen Sie sonst noch von mir? Nichts, außer dass Sie ein Kunstkritiker, ein Kirchgänger und ein Nichtraucher sind, der sich nichts aus Klaviermusik macht. Das sind Dinge, die klar auf der Hand liegen. Mr. Wilson tat Holmes nicht den Gefallen, ihn zu fragen, wie er dies festgestellt hatte, sondern erstarrte ihn nur in wortlosem Erstaunen an. Was mich betrifft, so konnte ich nur einen der Schlüsse nachvollziehen, nämlich den, dass unser Gastgeber ein eifriger Kirchgänger war. Denn auf dem Kaminsims lag ein anglikanisches Gesangsbuch, dessen Einband mir aus der Schulzeit vertraut war. Wenn ich Mr. Hopper richtig verstanden habe, ist es dem Einbrecher nicht gelungen, etwas zu entwenden. Wer hat dies zu verhindern gewusst? Unser Hund hat den Einbrecher gestellt. Leider konnte der Halunke entkommen, aber er musste seine Beute zurücklassen. Wir haben auf dem Boden dieses Stück Stoff gefunden. Brutus, so heißt unser Hund, muss es dem Eindringling aus der Hose gerissen haben. Mr. Wilson überreichte Holmes einen Fetzen aus dickem schwarzen Tuch, das der Diener ihm auf einem runden Holztablett präsentiert hatte. Haben Sie den Einbrecher gesehen? Können Sie ihn mir beschreiben? Leider nicht. Wie ich schon sagte, der Einbrecher war bereits geflüchtet, als mich das Bellen des Hundes auf den Plan gerufen hat. Oder wenn ich es mir recht überlege, ist es wohl besser so. Am Ende wäre der Einbrecher noch gewalttätig geworden. Können Sie sich an die genaue Uhrzeit erinnern? Selbstverständlich. Als mich der Hund geweckt hat, habe ich auf die Uhr geschaut. Es war kurz nach 2 Uhr morgens. Aha. Dann bin ich auf Zehenspitzen dem Bellen gefolgt, bis ich Brutus fand, der triumphierend neben dem am Boden liegenden Gemälde saß. Und ich habe ihm gut zugeredet, damit er aufhörte zu bellen. Und der Lärm, den das Ganze verursacht haben muss, hat keinen der Dienstboten geweckt? Doch, er hat sie alle geweckt, aber unsere Dienstboten kamen zu spät, um den Dieb zu sehen. Wissen Sie, wie der Einbrecher in das Haus gekommen ist?
durch das Fenster. Eine Scheibe war eingeschlagen und ich fand Lehmpartikel auf dem Teppich. Kann ich jetzt das Gemälde sehen, das man Ihnen stehlen wollte? Hat Ihnen Mr. Hopper denn nicht erzählt, dass er das Bild in seine Villa gebracht hat, weil es dort sicherer ist? Und dann fragen Sie sich noch, wer versucht hat, bei Ihnen einzudringen? Sie meinen doch nicht etwa Mr. Hopper? Er wusste, dass dies nicht der Mühe wert war. Das ist es gerade, was mich befremdet. Ich bewahre in diesem Haus einige sehr wertvolle Renaissance-Gemälde auf. Und der Einbrecher interessiert sich ausgerechnet für ein zeitgenössisches Werk. Das ist, als ob ein Dieb in ein Juweliergeschäft einbricht und nur ein billiges Imitat mitnimmt. Und warum haben Sie sich dieses Bild dann überhaupt zugelegt, wenn es weit unter Ihrem sonstigen Niveau ist? Weil wir uns ja kaum von Tizian porträtieren lassen konnten. Dieses Kunststück bringen nicht einmal meine Kameraden vom Nuovo Circolo del Fuoco d'Inferno fertig. So mussten wir uns mit einem Zeitgenossen begnügen, nämlich mit dem Florentiner Maler Adriano Benetti. Könnten Sie mir vielleicht seine Adresse geben? Ein Gespräch mit dem Künstler könnte sich möglicherweise als aufschlussreich erweisen. Da muss ich passen. Ich weiß nur, dass Adriano Benetti in Leghorn wohnt. Aber Sie können sich die Reise ans Meer ersparen, wenn Sie der Kirche Santa Trinita einen Besuch abstatten. Adriano Benetti ist momentan dort mit Restaurierungsarbeiten beschäftigt. Signor Benetti ist also nicht auf Ölmalerei spezialisiert? Doch, eigentlich schon, aber wie ich gehört habe, kann er von seiner Kunst kaum leben. Deshalb war er froh, sich ein Zubrot verdienen zu können. Im Inneren des Gotteshauses wird nämlich gerade die Fassade der Vorgängerkirche freigelegt. Ich fand es erstaunlich, wie gut Mr. Wilson informiert war. Denn ich selbst hatte von diesen Restaurierungsarbeiten in einer der bedeutendsten Florentiner Kirchen bis zu diesem Augenblick nichts gehört. Bei dem Gemälde handelt es sich wahrscheinlich um ein Doppelporträt von Ihnen und Ihrer Gemahlin. Nein, es ist ein Gruppenporträt von 5 Mitgliedern unseres Clubs, darunter meine Wenigkeit. Ist Mortimer Hopper einer davon? Selbstverständlich. Er ist eines der Gründungsmitglieder unseres Clubs und einer meiner besten Freunde. Und wer sind die anderen? Unser Klient nannte 3 weitere Namen. Darunter waren 2 offensichtlich weibliche Vornamen. Unter den Porträtierten sind auch Frauen? Ja, selbstverständlich. Elizabeth Dowland und Lady Rutherford, die uns leider verlassen hat. Sie ist gestorben? Nein, sie ist mittlerweile bedauerlicherweise auf ihre Güter in Devonshire zurückgekehrt. Aber Miss Dowland wohnt noch in Florenz? Ja, sie hat eine Wohnung nahe des Bahnhofs gemietet. Miss Dowland ist eine hochintelligente und ausgesprochen gebildete Frau, aber mit den Gedichten, die sie schreibt, komme ich ehrlich gesagt nicht zu Rande. Ja, ein Künstler hat es immer schwer, sich bei seinen Zeitgenossen durchzusetzen. Oft erkennt ihn erst die Nachwelt an. Aber ich vermute, dass Ihr Club mehr als 5 Mitglieder besitzt. Die Personen auf dem Gemälde gehören alle zum inneren Kreis des Clubs. Aber nicht ich war für ihre Auswahl verantwortlich, sondern Sir Rupert Appestone. Er hat das Gruppenporträt bei Adriano Benetti bestellt, aber da es ihm überhaupt nicht zusagte, habe ich es ihm spontan abgekauft. Wir hatten damals gerade dieses Haus erworben und es fehlte mir noch ein Blickfang für das Speisezimmer. Haben alle 5 zugleich für das Gemäldemodell gesessen? Glücklicherweise hat Benetti von unseren Körpern nur eine grobe Skizze angefertigt. Das Modellsitzen war doch eine höchst langweilige und anstrengende Angelegenheit. Zweifelsohne. Wie lange hat das Ölbild dann bei Ihnen gehangen, bevor man versucht hat, es zu stehlen? Das ist genau, was mich so beunruhigt. Stellen Sie sich vor, das Gemälde war erst 3 Tage zuvor geliefert worden. Die Farbe war sozusagen noch frisch. Würden Sie nun die Freundlichkeit besitzen, mich einen Blick auf den Tatort werfen zu lassen? Vor allem möchte ich den Speiseraum und das eingeschlagene Fenster begutachten. Gern. Aber ich muss Ihnen leider schon im Vorfeld mitteilen, dass die Scheibe bereits ausgewechselt wurde und dass das Dienstmädchen auf Befehl meiner Gattin besonders gründlich im Obergeschoss geputzt hat. Wir gingen also in den Speiseraum, der einen großen Teil des ersten Geschosses einnahm und an dessen mit rotem Samt bespannte Rückwand das Gruppenporträt gehangen hatte. Durch dieses Fenster ist der Einbrecher eingestiegen. Es musste ein sehr schlanker Einbrecher gewesen sein, der es geschafft hatte, sich durch dieses kleine Fenster hindurchzuzwängen. Mir wäre dies jedenfalls unmöglich gewesen. Holmes öffnete das Fenster und wir blickten beide hinaus. Ich habe keine Leiter gefunden. Mit gerunzelter Stirn betrachtete Holmes den hochflorigen Orientteppich, der den Boden des Speisesaals bedeckte und auf dem sich wohl die Lehmspuren befunden haben mochten.
Sind Sie sicher, dass die Scheibe von außen eingeschlagen worden ist und nicht von innen? Ganz sicher. Schließlich lagen die Splitter auf dem Teppich und nicht unten auf der Straße. Dies wäre auch der Fall gewesen, wenn man das Fenster im geöffneten Zustand eingeschlagen und es dann wieder geschlossen hätte. Zu schade, dass Ihre putzwütige Gemahlin alle Spuren hat vernichten lassen. Sie sagten, dass der Dieb wertvollere Gemälde als das Gruppenporträt verschmäht hat? Wortlos öffnete unser Gastgeber eine Tür und es zeigte sich, dass auf den Speiseraum ein Galerieraum folgte. Ich verstehe nicht viel von Gemälden, aber ich hatte schon auf den ersten Blick den Eindruck, dass die Sammlung von Mr. Wilson hochkarätig war. Auch Holmes wurde von den Bildern magisch angezogen. Er betrachtete ein Gemälde nach dem anderen durch die Lupe, gefolgt von unserem Klienten, dem anzusehen war, dass er geradezu körperlich litt, als Holmes einer der Leinwände so nahe kam, dass er sie fast mit der Nase berührte. Wonach suchen Sie eigentlich in meinem Galerieraum? Nach nichts Bestimmtem. Ich möchte mir nur ein Bild der Lage machen. Was ich Sie noch fragen wollte, haben Sie in jener Nacht sonst noch etwas Ungewöhnliches bemerkt? Zigarettenrauch zum Beispiel? Wo Sie es sagen, mir ist die schlechte Luft aufgefallen, aber ich habe sie nicht mit dem Einbruch in Verbindung gebracht. Gut, dann will ich Ihre Zeit nicht mehr länger in Anspruch nehmen. Harold Percy Wilson unternahm keinerlei Anstalten, ihn zum Bleiben zu bewegen. Holmes stürmte aus dem Haus und ich folgte ihm, einen Abschiedsgruß vor mich hinmurmelnd. Fahren wir jetzt zu Hopper? Leider kann er uns heute nicht empfangen, denn er besucht einen Kunden in Settignano. Also werden wir mit dem Maler dieses begehrten Gemäldes vorlieb nehmen müssen. Es ist höchste Zeit, um Mittag zu essen. Holmes strafte meine profane Bemerkung mit Missachtung. Es ist sehr leichtsinnig von Mr. Wilson, wertvolle Gemälde in einem Raum aufzubewahren, dessen Fenster zur Straße führen. Hoffentlich war ihm der unerfreuliche, aber doch glimpflich ausgegangene Zwischenfall eine Lehre. Was halten Sie von der Sache? Es wundert mich, dass Sie damit Ihre kostbare Zeit verschwenden. Das Bild ist offenbar völlig wertlos. Außerdem ist es noch nicht einmal tatsächlich gestohlen worden. Wahrscheinlich war der Florentiner Polizei die Sache zu banal, um sich damit abzugeben. Das ist durchaus möglich, zumal der Polizei meist die Fantasie fehlt, um zu erkennen, dass die Geschichte ernstere Folgen haben könnte, als es den Anschein hat. Ich habe immer wieder festgestellt, dass die ganz alltäglichen Fälle häufig die interessantesten sind. Ungewöhnliche Dinge ereignen sich häufiger bei kleinen als bei großen Verbrechen. Daher stimme ich mit Mr. Hopper überein, dass es ein Fehler wäre, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Es war einer dieser Augenblicke, in denen ich nicht zu entscheiden vermochte, ob Holmes scherzte oder ob dies tatsächlich seine Überzeugung war. Aber wir sollten den Fall rekapitulieren. Wir sind uns einig, dass der glücklose Dieb nicht zufällig in den Speiseraum von Harold Percy Wilson eingebrochen ist. Andernfalls hätte er versucht, eines der Renaissance-Gemälde zu entwenden, die sich im angrenzenden Galerieraum befinden. Haben Sie eine Idee, für wen das Gemälde dieses Signor Benetti einen derartigen Wert darstellen könnte, dass er in den Palazzo einzubrechen versucht, um es sich widerrechtlich anzueignen? Eigentlich nur für den Maler selbst. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gelesen, in der es einem Goldschmied schier unmöglich war, sich von seinen Kreationen zu trennen. Also hat er seine Kunden ermordet und sich die Juwelen zurückgeholt. Das ist eine interessante These. Sein Gesichtsausdruck ließ erkennen, dass er sie in Wahrheit total abwegig fand. Man sollte nichts von Anfang an ausschließen. Ich habe immer festgestellt, dass das Leben Geschichten schreibt, die seltsamer sind als alles, was sich die Dichter auszudenken vermögen. Mir versagt die Fantasie. Ich würde kein modernes Bild mit 5 hässlichen Männern stehlen, wenn ich auch einen Tizian mitnehmen könnte. Es sind nur 3 hässliche Männer dargestellt, sowie 2 mehr oder weniger schöne Frauen. Denken Sie vor allem daran, dass es sich um ein Gruppenporträt handelt. Wir sollten also die dargestellten Personen etwas genauer unter die Lupe nehmen. Warum haben Sie eigentlich darauf verzichtet, das Personal zu befragen? Weil es selten vorkommen dürfte, dass Dienstboten versuchen, das Porträt ihres Arbeitgebers zu stehlen. Das kann man wohl sagen. Ihnen wird aufgefallen sein, dass Mr. Wilson keinesfalls so reich ist, wie Sie anfangs vermutet haben. Nein. Woraus haben Sie dies bloß geschlossen? Die Hosenbeine und Ärmel seines Anzugs sind von einem Schneider gekürzt worden. Der Anzug wurde also nicht für Mr. Wilson maßgeschneidert, sondern für einen größeren Mann. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde er dann für seinen jetzigen Besitzer geändert.
Dieses Bild wird abgerundet durch die Abwesenheit von Mrs. Wilson. Ich wette, dass sie nicht an einen Badestrand gefahren ist, sondern die Haushaltskasse durch Klavierstunden aufbessert. Wo Sie gerade von Mrs. Wilson sprechen, woher um Himmels Willen haben Sie gewusst, dass Mr. Wilson sich nichts aus Klaviermusik macht? Beim Durchqueren des Palazzos bemerkte ich, dass im Erdgeschoss ein Konzertflügel, entgegen aller Gepflogenheiten, in einem kleinen, ansonsten unmöblierten Raum untergebracht war. Dieses Zimmer lag nicht unter dem Salon, sodass der Kunstkritiker möglichst wenig von der Hausmusik mitbekommt. Ach so. Wieder wurde mir schmerzlich bewusst, was für ein schlechter Beobachter ich war. Die Kirche wird wohl über Mittag geschlossen haben. Schließlich ist es bereits 5:05. Aber Holmes gab sich nicht so schnell geschlagen. Erst als er an allen drei Türen gerüttelt hatte, akzeptierte er, dass man ihm tatsächlich den Zutritt in die Kirche verwehrte. Den halben Tag verbringen die Einheimischen mit Essen. Für Besuche ist es stets entweder zu früh oder bereits zu spät. Aber der Gipfel sind diese überbordenden Mittagspausen. Ja, wann wird hier eigentlich gearbeitet? Am frühen Morgen und am Nachmittag. Unvorstellbar, dass in einer Stadt dieser Größe mittags das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen kommt. Machen wir doch das Beste daraus. Wir könnten in einer dieser kleinen Trattorias essen, die es hier an jeder Häuserecke gibt. Mit etwas Glück verkehrt dort Adriano Benetti oder ein anderer der Handwerker, die mit der Restaurierung der Kirche beschäftigt sind. Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Denn Handwerker werden nicht besonders üppig bezahlt und die Restaurantpreise in Florenz sind doch recht unerfreulich. Er begleitete mich trotzdem zur nahegelegenen Trattoria Trinità. Noch bevor der Wirt uns einen Tisch zugewiesen hatte, gab ich die Bestellung auf. Bitte zweimal das Tagesgericht und den dazu passenden Wein. Es war bereits 2:15, als die Wirtin abräumte. Ich bestellte bei ihr 2 Espressi und Holmes stopfte bedächtig seine Pfeife. Mittlerweile hatten 2 Angestellte am Nachbartisch Platz genommen. Aber wie Holmes vorhergesagt hatte, hatten wir keine Kontakte mit den Arbeitern aus der Kirche knüpfen können. Holmes zog genüsslich an seiner Pfeife, bis er in bläuliche Rauchwolken gehüllt war. Dann lehnte er sich in dem kippelnden Holzstuhl zurück und zog seine Taschenuhr aus der Westentasche. In einer Viertelstunde öffnet endlich die Kirche. Als wir die Trattoria verließen, hatten graue Wolken die Sonne verdeckt und es war schwül geworden. Mein Anzug klebte unangenehm an der Haut. Es roch nach Regen und ich ärgerte mich, dass ich keinen Schirm mitgenommen hatte. Aber wenigstens war das Portal der Kirche nun geöffnet. Im Inneren der Kirche herrschte nicht, wie ich erwartet hatte, beschauliche Ruhe, sondern das schiere Chaos. Obwohl sie alle durcheinander sprachen, bekam ich doch mit, dass sich ein schwerer Unfall ereignet hatte. Wir würden gern mit Signor Benetti, dem Maler, sprechen. Ein Teil des Gerüstes ist zusammengebrochen. Signor Benetti ist von dort oben herabgestürzt. Man hat den Armen ins Krankenhaus gebracht. Kann dies Zufall sein? Wohl kaum. Alles wegen des Gruppenporträts? Wie ich vorhin schon sagte, es steckt sicherlich mehr hinter der Sache, als es den Anschein hat. Hat man bereits die Polizei verständigt? Selbstverständlich. Dem Arzt waren die Umstände des Unfalls von Signor Benetti verdächtig erschienen. Der Kommissario hat uns wissen lassen, dass alle Indizien darauf hinweisen, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt. Der Kommissario hat uns angewiesen, nichts zu verändern, aber... Die Polizei ist bereits da gewesen. Man hat mir gesagt, diese Kirche sei wegen der Mittagspause bis 2:30 geschlossen. Keinesfalls. Seit dieser Saison dauert die Pause nur noch bis 2:00. Außerdem hatten die Handwerker natürlich einen eigenen Schlüssel. Ich gehe doch recht in der Annahme, dass der Unglückliche hier gelegen hat. Ja, an dieser Stelle hat man ihn gefunden. Und es gab keinen Zeugen des Unglücks? Wieder redeten alle zugleich, aber leider sagten alle dasselbe, nämlich, dass sich niemand außer dem Maler in der Kirche befunden hatte, als dieser vom Gerüst gefallen war. Dem Gesellen ist übrigens ein Mann begegnet, als er die Kirche betrat. Tatsächlich. Also war das Portal der Kirche geöffnet, als man Signor Benetti fand. Der Küster nickte selbstgefällig. Selbstverständlich. Ich habe es pünktlich geöffnet. Und der Geselle? Vielleicht fragen Sie ihn selbst, denn er kommt gerade zurück. Pietro, hier ist ein Herr, der dich nach dem Mann fragen möchte, den du gesehen hast. Bitte erzähl ihm doch kurz, wie das war.
Wahrscheinlich ist der Mann rein zufällig in der Kirche gewesen. Ein Tourist, der die Fresken besichtigt hat. War er denn ein Ausländer? Sagen Sie, was geht Sie das eigentlich an? Mein Name ist Henry Baker Radcliffe. Ich bin beratender Ermittler. Momentan arbeite ich im Auftrag des Kunstkritikers Harold Percy Wilson. Eigentlich wollte ich mit Signor Vanetti über ein Gruppenporträt sprechen, das er gemalt hat. Ich weiß zwar nicht, wer dieser Signor Wilson ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mann, den ich gesehen habe, Engländer war. Er trug einen langen Tweedmantel. Ich glaube, nur weil ich diesen Mantel so seltsam fand, ist er mir überhaupt aufgefallen. Es handelte sich um einen Alster. Das ist zu dieser Jahreszeit tatsächlich höchst ungewöhnlich. Können Sie den Mann etwas genauer beschreiben? Das habe ich doch schon bei der Polizei ausgesagt. Aber gut, von mir aus. Der Mann war schlank, glatt rasiert. Blondes Haar und, zwischen 25 und 40 Jahre alt. Etwas präziser geht es nicht? Nein, er hatte den Kragen hochgeschlagen. Außerdem habe ich dem Ganzen keine Bedeutung beigemessen. Meine Sorge galt dem Meister. Ob Sie vielleicht die Freundlichkeit hätten, mir nochmals zur Verfügung zu stehen, falls ich weitere Fragen haben sollte? Ganz wie Sie wünschen. Dann verließ er in großer Eile die Kirche, wohl um nicht weiter ausgefragt zu werden. Holmes hingegen schritt langsam an der Unglücksstelle hin und her. Er holte ein Maßband aus seiner Hosentasche und steckte damit verschieden lange Strecken auf dem mit rotbraunen Steinen gepflasterten Boden ab. Auch ich begutachtete den Fußboden, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mir nichts Besonderes auffiel. Was haben Sie herausgefunden? Zwar sieht der Boden aus, als ob eine Herde Elefanten darüber hinweggestampft sei, aber man kann noch immer deutlich die Spuren verschiedener Schuhe voneinander unterscheiden. Hier zum Beispiel ist der Abdruck des Schnürstiefels einer korpulenten Frau, die für ihre Größe erstaunlich kleine Füße hat. Und dort hat ein etwas kurzatmiger älterer Mann gestanden, der früher Mitglied des Kirchenchors war. Noch interessanter ist dieser Abdruck. Ein kleiner, dünner Mann mit englischem Schuhwerk ist mit schnellen Schritten von der Tür bis zum Kirchengestühl gegangen. Vermutlich hat er die Kirche genauso eilig wieder verlassen, aber ab hier sind sämtliche Spuren verwischt. Ich bin mir aber sicher, dass dies unser Mann ist. Noch immer sah ich nichts als Staub, der mehr oder weniger gleichmäßig die roten Bodenplatten bedeckte. Offenbar war man hier weit weniger putzwütig als im Palazzo von Mr. Wilson. Das haben Sie doch nicht aus den Staubresten auf dem Kirchenboden geschlossen. Was meine Beobachtungen in dieser Kirche betrifft, so sind sie das Ergebnis streng wissenschaftlicher Vorgehensweise. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass ich der Autor einer kleinen Abhandlung zu diesem Thema bin. Wenn Sie meine Monographie über die Klassifikation von menschlichen Fußspuren auf Stein- und Holzböden konsultiert hätten, wären diese Beobachtungen auch für Sie ein Kinderspiel gewesen. Wir sollten jetzt den Verletzten aufsuchen, obwohl ich bezweifle, dass er vernehmungsfähig ist. Nach einem Sturz aus dieser Höhe ist mit dem Schlimmsten zu rechnen. Ansonsten hätte ich ihn schon längst aufgesucht. Trotzdem sollten wir uns jetzt beeilen, denn vielleicht treffen wir den Maler wieder aller Wahrscheinlichkeit doch noch lebend an. Wissen Sie zufällig, in welches Krankenhaus man ihn gebracht haben könnte? Eigentlich kommt nur das Ospedale Santa Maria Nuova in Frage. Sehr gut. Als wir die Kirche verließen, war der Himmel fast schwarz und die Schwüle lastete drückend auf der Stadt. Noch immer ließ der Regen auf sich warten, aber es war offensichtlich nur noch eine Frage der Zeit, dass sich die feuchte Luft in einem gewaltigen Regenguss entlud. Um zum Ospedale zu gelangen, mussten wir die halbe Innenstadt durchqueren. Glücklicherweise winkte Holmes für diesen Zweck eine Droschke herbei, denn was mich betraf, so war ich für diesen Tag genug gelaufen. Meine Füße schmerzten und ich hätte einen doppelten Espresso gut gebrauchen können. Gentlemen, es ist mir eine Ehre, Sie befördern zu dürfen. Wir sind in äußerster Eile. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Ich zahle Ihnen den doppelten Fahrpreis, wenn wir in 10 Minuten das Ospedale Santa Maria Nuova erreichen. Der Kutscher gab diese Weisung mit einem lauten Peitschenknall an sein Pferd weiter und die Fahrt ging los. Wir polterten über das holprige Kopfsteinpflaster der engen Gassen, als ob wir ein Derby gewinnen wollten, und ich hielt mich am Sitz fest, um die Stöße der Droschke abzufangen. Sie meinen also, dass jemand versucht hat, ihn umzubringen? Davon bin ich überzeugt. Aber möglicherweise wird man den Täter niemals zur Rechenschaft ziehen können. Wen haben Sie in Verdacht? Ich brauche mehr Informationen, um den Mörder zu überführen. Intuition kann Information nicht ersetzen.
Meine These, dass Adriano Benetti sein eigenes Gemälde stehlen wollte, dürfte wohl nun obsolet sein. Nicht unbedingt. Es könnte durchaus sein, dass zwischen dem Einbruch und dem Mord gar kein Zusammenhang besteht. Aber es ist noch zu früh, um dies entscheiden zu können. Da ist schon das Ospedale. Wir stiegen aus und Holmes entlohnte, wie er in Aussicht gestellt hatte, den Kutscher mit dem doppelten Fahrpreis. Dieser bedankte sich überschwänglich, murmelte dem vor Erschöpfung dampfenden Pferd einige Worte ins Ohr und fuhr dann unverzüglich zurück. Die Rezeption rechts des Eingangs war nicht besetzt. Ich hätte wahrscheinlich hier auf die Rückkehr des Portiers gewartet oder zumindest nach einer Handklingel Ausschau gehalten. Aber Holmes passierte den Eingangsbereich, ohne den verwaisten Schalter eines Blickes zu würdigen. Wir hatten bereits fast das Ende des Korridors erreicht, bis wir endlich jemanden trafen, der in dem Ospedale arbeitete. Es war eine resolute Krankenschwester mittleren Alters, die uns mit einem schmutzigen, geschirrbeladenen Tablett in der Hand den Weg abschnitt. Die Besuchszeit ist leider vorbei. Kommen Sie bitte morgen früh wieder. Könnten Sie nicht für uns eine Ausnahme machen? Der Patient, den wir besuchen wollen, ist schwer verletzt. Vielleicht ist dies die letzte Gelegenheit, ihn lebend zu sehen. Sie sprechen hoffentlich nicht von dem Maler, der heute Mittag vom Gerüst gefallen ist. Doch. Sie sind heute schon der Fünfte, der nach ihm fragt. Aber Sie kommen leider zu spät. Wir konnten nichts mehr für ihn tun. Er ist seinen schweren Verletzungen erlegen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Dies war zwar zu befürchten bei einem Sturz aus dieser Höhe, aber trotzdem ist es schrecklich. Könnten wir ihn wenigstens noch ein letztes Mal sehen? Da muss ich erst den Doktor fragen. Ich nehme an, dass es unter anderem sein Geselle und seine Verlobte waren, die nach ihm gefragt haben. Es waren ein Mann in Arbeitskleidung und drei gut aussehende junge Frauen. Aber wen wundert das? Signor Benetti war ja so ein attraktiver Mann. Es ist eine Tragödie, dass er so früh sterben musste. Die Krankenschwester erklärte noch einmal, dass sie den Arzt fragen müsse. Und wir blieben allein in dem von Desinfektionsmittelgeruch erfüllten Korridor zurück. Meinen Sie nicht, dass wir früher oder später Ärger bekommen, wenn wir in der ganzen Stadt herumlaufen und Fragen stellen? Keinesfalls. Erstens agieren wir als beratende Ermittler im Auftrag eines Klienten und zweitens kann mir Kommissario Negretti von der venezianischen Polizei im Zweifelsfall ein Empfehlungsschreiben an die hiesigen Ordnungshüter ausstellen. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Das beruhigt mich wirklich ein wenig. Sie haben mich nicht danach gefragt. Ehe ich mich über diese Prinzipienreiterei beschweren konnte, kam die bärbeißige Schwester mit einem schüchtern wirkenden, schlanken Mann im weißen Chirurgenkittel zurück. Der Arzt stellte sich als Dottor Bianchi vor und bestätigte, mit einigen Fachausdrücken angereichert, die Auskunft der Krankenschwester. Adriano Benetti war unser Freund. Wir würden den Unglücklichen gerne ein letztes Mal sehen. Schwester Giuseppina, führen Sie bitte die Signori zu Signor Benetti. Holmes bedankte sich und wir folgten der Schwester, bis wir in einen fensterlosen Raum gelangten, der von einer altersschwachen Gaslampe mehr schlecht als recht erleuchtet wurde. Der Tote war in der Mitte des Raums auf einem Holztisch aufgebahrt. Auf den ersten Blick hätte man denken können, dass der Mann, um die 50, mit dem ebenmäßigen Gesicht und den schwarzen Haaren nur schlief. Von ein paar Schrammen abgesehen, sah ich nur eine Schürfwunde seitlich am Kopf, die aber nach meiner Laienmeinung nicht tödlich gewesen sein dürfte. Unter den misstrauischen Blicken der Schwester, die wie eine Spinne hinter der geöffneten Tür lauerte, stellte Holmes einen Stuhl neben das Bett und nahm darauf Platz. Wir erregen den Argwohn dieser schrecklichen Schwester, wenn wir länger als eine Viertelstunde hier bleiben. Ich brauche nicht einmal so lange. Der Fall dürfte klar sein. Wir verließen das Krankenhaus. Leider schwieg sich Holmes darüber aus, ob ihm der Anblick des Verstorbenen irgendeinen Erkenntnisgewinn gebracht hatte. Daher schließe ich hier meinen Bericht über den ersten Tag unserer Ermittlungen, der wenig verheißungsvoll mit einem missglückten Einbruch begonnen und unerwarteterweise mit einem veritablen Mord geendet hatte. Wie ich von Anfang an befürchtet hatte, blieb mir ein Besuch bei dem Kunsthändler Mortimer Hopper nicht erspart, dem ich normalerweise möglichst aus dem Weg zu gehen pflegte. Am zweiten Tag unserer Ermittlungen fuhren wir in das uns bereits von unserem letzten Fall bekannte Städtchen Fiesole.
Die Kutsche hielt vor dem schmiedeeisernen Zaun, der das Anwesen des Kunsthändlers umgab, und wir stiegen aus. Als wir die Droschke verließen, hätte ich nicht zu sagen vermocht, ob es mir mehr vor der Hundemeute graute, die uns durch die Stäbe ihres Zwingers hindurch aggressiv anbellte, oder vor der Begegnung mit ihrem nicht minder unangenehmen Herrn. Offenbar hatte sich Hopper einige neue Hunde zugelegt, denn diesmal zählte ich 5 Rottweiler und 4 Schäferhunde. Glücklicherweise erreichten wir unbeschadet die Haustür. Holmes zog am Klingelzug und zu meiner Überraschung öffnete der Hausbesitzer selbst, nicht einer seiner livrierten Lakaien. In der Hand hielt er ein randvoll gefülltes Cocktailglas. Schön, Sie wiederzusehen, Mr. Baker Radcliffe. Ich dachte mir gleich, dass der Besuch bei Mr. Wilson bewirken würde, dass Sie in meinem bescheidenen Heim vorbeischauen. Mr. Tristram, was macht die Korrespondenz? Ich habe natürlich eine Menge zu tun, aber ich konnte mir ausnahmsweise ein paar Stunden freinehmen. Wir würden uns gern das Gruppenporträt ansehen, das Mr. Wilson bei Ihnen deponiert hat. Gern. Es hängt in meinem Arbeitszimmer. Wir folgten Hopper in einen Raum, der im damals beliebten Neurenaissance-Stil eingerichtet war. Der Anblick des Gemäldes verschlug mir für einen Augenblick die Sprache. Zwar hatte ich keine besonders hochgesteckten Erwartungen gehabt, denn ich war kein Freund der modernen Malerei und war daher auf das Schlimmste gefasst gewesen. Aber trotzdem schockierte mich das Gemälde. Denn das Mindeste, was man von einem Bildnis erwarten konnte, war doch wohl, dass die dargestellten Personen identifizierbar waren. Das ist ja noch viel hässlicher, als ich vermutet hatte. Das Bild besteht doch nur aus dunklen Flecken. Deshalb hat man die Maler der Gruppe, zu der Adriano Benetti gehörte, auch Fleckenmaler genannt. Sie sind auch noch stolz darauf, so herumgekleckst zu haben? Sie haben sich natürlich nicht selbst so genannt, sondern ein unfreundlicher Kommentator im Turiner Journal Gazzetto del Popolo hat 1861 den Begriff Macchiaioli geprägt und dieser ist an den Künstlern hängen geblieben. Das war vor 30 Jahren. Hat sich die Akzeptanz der Werke seitdem nicht erhöht? Selbstverständlich. Mittlerweile zählen sie schon fast zu den alten Meistern. Aber Adriano Benetti gehörte zur zweiten Generation der Fleckenmaler. Sein Stil ist heute überholt. Daher schlägt er sich mit Porträtaufträgen mehr schlecht als recht durch. Außerdem hat er sich sogar als Restaurator verdingen müssen. Wen wundert es? Haben Sie denn nicht mitbekommen, dass Adriano Benetti gestern tödlich verunglückt ist? Tatsächlich? Ja, das stimmt. Er ist gestern bei der Arbeit vom Gerüst gefallen, beziehungsweise ein Teil seines Gerüstes ist unter ihm zusammengebrochen. Berufsrisiko. Wenn ihm vor 10 Jahren etwas zugestoßen wäre, so würden sich seine Gemälde heute besser verkaufen. Sie meinen, dass sich die Werke toter Künstler besser verkaufen als die von Lebenden? Unbedingt. Vor allem, wenn sie zu Lebzeiten verkannt waren und dann jung gestorben sind. Einer der Lakaien kam herein und flüsterte Hopper etwas ins Ohr. Hopper gab dem Dienstboten ein Zeichen und dieser verschwand sogleich wieder. Sie werden mich einen Augenblick entschuldigen. Aber selbstverständlich. Ich würde mir sowieso gern das Bild in Ruhe betrachten. Hopper schoss aus dem Raum und ich nutzte die Gelegenheit, um mich etwas umzuschauen. Auf einem Beistelltisch hatte jemand Tarotkarten gelegt. Die mittlere Karte war der Gehängte. Flankiert von Tod und Sünde. Ich fuhr instinktiv zurück. Nicht, dass ich selbst an dergleichen Hokuspokus glaubte, aber es war doch ein schrecklicher Anblick. Dann nahm ich das Gruppenporträt genauer in Augenschein. Also, ich hätte mich nicht von diesem Fleckenmaler porträtieren lassen. Unvorstellbar, dass Mr. Wilson von dem Gemälde derart angetan war, dass er es spontan erworben hat. Mit dem Gemälde ist alles in Ordnung. Sie brauchen es nicht auf seine Echtheit hin zu untersuchen. Ich schrak zusammen, denn ich hatte ihn nicht zurückkommen hören. Das habe ich auch nicht bezweifelt, aber ich versuche mir jedes Detail zu merken, auch wenn es noch so unscheinbar ist. Könnten Sie mir zum Beispiel bitte sagen, was dies ist?
Hopper und ich traten näher an die Leinwand heran. Ich konnte aus der Nähe mit dem Detail noch weniger anfangen als aus der Ferne. Da muss ich passen. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich werde Sir Rupert Aberstone darauf ansprechen. Ich würde ihn nämlich aus verschiedenen Gründen gern so bald wie möglich sehen. Leider ist er für ein paar Tage verreist. Ach, wie bedauerlich. Warum haben Sie uns eigentlich gebeten, uns der Sache anzunehmen? Das habe ich keineswegs getan. Harold Percy Wilson ist ein enger Freund von mir. Als er mir ganz aufgeregt von dem Einbruchsversuch in seinem Palazzo berichtet hat, habe ich ihm empfohlen, bei Signora Rossi wohnhaft an der Piazza Mentana nachzufragen, ob ihr geigespielender Untermieter noch im Lande sei. Was ich fast vergessen hätte, Sie zu fragen. Wissen Sie zufällig, nach welchem Kriterium Sir Rupert Aberstone die Personen ausgewählt hat, mit denen er porträtiert werden wollte? Dass er meine Wenigkeit auf seinem Gemälde dargestellt haben wollte, versteht sich von selbst. Aber die anderen... Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Zumindest weiß ich nicht, warum einige unserer Clubmitglieder fehlen. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass bei Gruppenporträts ungerade Anzahlen von Personen empfehlenswert sind. Warum? Aus kompositorischen Gründen. Sie würden schließlich auch nicht 2 oder 4 Rosen in eine Vase stellen. Ich glaube, ich habe Ihre Geduld genug strapaziert. Außerdem haben wir heute noch einige Dinge zu erledigen, die keinen Aufschub dulden. Dann möchte ich Sie nicht weiter aufhalten. Denken Sie aber an mich, falls Sie sich ein Gemälde oder eine Skulptur zulegen wollen, Mr. Baker Radcliffe. Ich habe das größte Angebot an Renaissance-Skulpturen in der ganzen Toskana. Und ich mache Ihnen einen guten Preis. Sie werden von mir hören. Einer der blasierten Diener des Kunsthändlers begleitete uns zu unserer Mietdroschke, die draußen auf uns wartete, und ich machte innerlich 10 Kreuze, als sich die Räder der Droschke in Bewegung setzten. Ich glaube, der Fall dürfte klar sein. Mortimer Hopper hat Adriano Benetti umbringen lassen. Damit wollte er den Wert des Gruppenporträts steigern, das er Mr. Wilson schon so gut wie gestohlen hat. Da Sie mich nicht an Ihren Überlegungen teilhaben lassen, sollte es Sie nicht erstaunen, dass ich selbst Mutmaßungen äußere. Holmes verdrehte in vorgetäuschter Verzweiflung die Augen, machte sich aber nicht die Mühe, mir zu erklären, was gegen meine These sprach. Ich war mit Holmes vor der Kirche Santa Trinita verabredet. Obwohl ich Holmes nicht ungeduldig vor der Kirche auf- und abschreiten sah, ging ich mit der größten Selbstverständlichkeit davon aus, dass der stets pünktliche Ermittler bereits vor mir eingetroffen war. Wahrscheinlich hatte er sich in der Zwischenzeit verkleidet. Ich taxierte also die Passanten so unauffällig wie möglich. Die junge Mutter, die ihren Kinderwagen über den Bürgersteig schob, konnte ich aus dem Kreis der Verdächtigen ausschließen. Genauso wie den Bettler vor dem Kirchenportal, denn er war ein Kriegsversehrter mittleren Alters. Ich stutzte einen Augenblick, denn am Vortag hatte hier kein Bettler gesessen. Ich kramte einige Kupfermünzen aus der Hosentasche und warf sie dem Bettler in seinen Hut, der vor ihm auf dem Boden lag. Der Invalide bedankte sich mit krächzender Stimme. Für eine Sekunde meinte ich, Holmes in seinen verwitterten Zügen zu erkennen. Ich war kurz davor, ein Zeichen des Wiedererkennens zu geben, als ein finster, dreinblickender Mann mit dunklem Schnurrbart um die Ecke bog, der eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke mit 2 Reihen von Messingknöpfen und auf dem Kopf einen Zweispitz trug. Ein Polizist. Der Bettler packte seine Krücken, sprang auf und zog sich mit einer Geschwindigkeit, die ich einem Kriegsversehrten niemals zugetraut hätte, ins rettende Dunkel der Kirche zurück. Der Polizist, der weiterhin auf mich zukam, machte mich nervös. Er blieb vor mir stehen und ich bekam ein flaues Gefühl im Magen. Ich muss mich für meine Unpünktlichkeit entschuldigen. Aber wenn man in dieser Kleidung unterwegs ist, wird man an jeder Straßenecke angesprochen. Sind Sie völlig wahnsinnig geworden? Das geht eindeutig zu weit. So etwas nennt man Amtsanmaßung. Beruhigen Sie sich doch. Die Sache ist völlig ungefährlich. Niemand zweifelt die Autorität eines Polizisten an.
Und schon gar nicht in Italien, wo es unüberschaubar viele Polizeiorgane gibt. Wer weiß schon, wofür die Carabinieri, die Polizia di Stato oder die Guardia di Finanza zuständig sind. Außerdem müssen sie nur draußen Schmiere stehen, während ich den kriminellen Part übernehme. Sie sprechen zwar für einen Ausländer recht gut Italienisch, aber Sie können dennoch nicht für einen Muttersprachler durchgehen. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht, den Dialekt der Sizilianer einzuüben. Zugegebenermaßen gelang ihm die Süditaliener-Imitation so gut, dass ein Florentiner wohl keinen Verdacht geschöpft hätte. Trotzdem fand ich, dass seine Darbietung doch etwas weit hergeholt war. Aber wieso sollte ein sizilianischer Polizist in Florenz ermitteln? Weil dies seit der Einigung Italiens ein alltägliches Phänomen ist. Aber was um Gottes Willen haben Sie vor? Ich möchte mir nur das Zimmer im Pfarrhaus ansehen, das man Adriano Benetti zur Verfügung gestellt hat. Sie bleiben draußen und wenn Sie einen echten Polizisten sehen sollten, was ich aber für höchst unwahrscheinlich halte, dann rufen Sie laut... Feuer? Keinesfalls. Sie rufen, haltet den Dieb, man hat mir meine Brieftasche gestohlen. Und zeigen dann anklagend auf den Ponte Santa Trinità, den Sie mir bei unserem gestrigen Besuch so nachdrücklich ans Herz gelegt haben. Wie Sie wünschen. Sie haben alles verstanden? Selbstverständlich. Ich lungere möglichst unauffällig vor der Tür herum. Und wenn ein Polizist auftauchen sollte, löse ich einen falschen Alarm aus. Sehr gut. Aber jetzt sollten wir endlich mit der Arbeit beginnen, denn ich möchte auf keinen Fall weiteres Aufsehen erregen. Tatsächlich wurden wir mittlerweile schon von den Passanten beäugt. Denn für gewöhnlich stehen die Carabinieri nicht vor der Kirche und diskutieren mit Ausländern herum. Als Holmes mit federnden Schritten zum benachbarten Pfarrhaus ging, sah in der eng anliegenden Uniform seine lange, hagere Gestalt noch ausgemergelter aus als gewöhnlich. Nervös ging ich auf der Piazza auf und ab. Etwa 10 Minuten später öffnete sich endlich wieder die Tür des Pfarrhauses und Holmes trat heraus. Ohne ein Zeichen des Wiedererkennens ging er mit raschen, aber gleichmäßigen Schritten an mir vorbei und bog um die nächste Ecke. Ich versuchte, ihm möglichst unauffällig zu folgen. Als wir einen sicheren Abstand vom Pfarrhaus gewonnen hatten, drehte Holmes sich zu mir um. Mit triumphaler Miene zog er ein kleines Notizbuch aus der Jackentasche und hielt es mir unter die Nase. Es ist das Notizbuch des Malers. Ich fand es unter der Matratze. Es ist mir unbegreiflich, dass die Polizei es in diesem banalen Allerweltsversteck nicht gefunden hat. Holmes überreichte mir das Heft und ich blätterte es beim Gehen durch. Doch leider wich die anfängliche Euphorie schnell der Ernüchterung. Das Schriftbild war verschwommen, als hätte das Heft einen Wasserschaden abbekommen. Einige Blätter klebten zusammen. Die übrigen waren mit Bleistiftnotizen gefüllt, mit denen ich nicht viel anfangen konnte. Abkürzungen von Namen, Daten und Angaben von Uhrzeiten. Wir werden uns also heute Nachmittag dem Studium des Heftes widmen. Aber zuerst muss ich mich dieser Verkleidung entledigen. Ich möchte nicht noch einmal ein derartiges Aufsehen erregen wie auf dem Weg zur Kirche. Am Ende der Straße befand sich eine kleine Bar, auf die Holmes zielstrebig zusteuerte. Er trat an das Fenster und blickte im spartanisch eingerichteten Raum umher. Was suchen Sie? Ich wollte mich nur vergewissern, dass diese Bar eine Toilette besitzt. Bitte sorgen Sie dafür, dass mir niemand dorthin folgt. Wir treffen uns in 5 Minuten an der nächsten Straßenkreuzung. Holmes betrat also die Bar und verschwand durch die Tür neben dem Durchgang zur Küche, die in einen kleinen Innenhof führte. Weder der Wirt noch einer der Gäste, die in eine lebhafte Diskussion verwickelt waren, würdigten ihn eines Blickes. Ich folgte einen Augenblick später, bestellte einen Espresso und setzte mich auf einen Barhocker am Ende der Theke, sodass ich im Zweifelsfall jedem in den Weg treten konnte, der sich anschickte, den Hof zu betreten. Glücklicherweise wechselte Holmes weit schneller seine Kleidung, als ich vermutet hatte. Bevor ich auch nur die Hälfte meines Espressos heruntergeschlurft hatte, sah ich Holmes wie einen Gentleman gekleidet den Innenhof betreten, die Uniform zu einem ordentlichen Bündel zusammengelegt. Ich schüttete den restlichen Espresso hastig herunter. Holmes erwartete mich vor einem Herrenbekleidungsgeschäft, wo er vorgab, die Auslagen zu studieren und dabei vor Ungeduld von einem Fuß auf den anderen trat. Sie haben sich verspätet. Leider war mein Espresso ungewöhnlich heiß. Und als ich ihn endlich ausgetrunken hatte, musste ich auf den Wirt warten, der in der Küche verschwunden war. Sind Sie über die Hofmauer gestiegen? Wie mein Bruder Mycroft zu sagen pflegte, würde ich im Zweifelsfall den besten Einbrecher von London abgeben. Und dies trifft selbstverständlich auch für Florenz zu.
Der Wirt und die anderen Gäste werden sich sehr wundern, dass der Polizist nicht aus dem Hof zurückkommt. Das bezweifle ich, denn sie waren völlig von ihrem Gespräch absorbiert. Daher bin ich zwar durch ihr Blickfeld gewandert, aber sie haben mich trotzdem nicht wahrgenommen. So geht es den meisten Menschen. Können Sie sich zum Beispiel daran erinnern, womit in dieser Bar die Wände dekoriert waren? Die Wände waren völlig kahl. Keinesfalls. Sie waren über und über mit gerahmten Fotografien bedeckt, die Garibaldi und den Comte de Cavour zeigten. Eine Droschke bretterte vorbei und wir traten vor das Schaufenster, um nicht von ihr erfasst zu werden. Diese Gassen sind einfach zu eng für den regen Verkehr, der in Florenz herrscht. Wir sollten lieber ins Café Rasmowski gehen, wo wir in Ruhe das Notizbuch untersuchen und uns dabei ungestört unterhalten können. Ich hatte nichts dagegen. Und so erreichten wir nach einem Spaziergang von 10 Minuten das bei Ausländern sehr beliebte Café mit dem unaussprechlichen Namen, den nur Holmes sich merken konnte. Wir steuerten einen abgelegenen Tisch in einer Fensternische an, die von den anderen Tischen aus nur schwer einsehbar war, und gaben unsere Bestellung auf. Dann legte Holmes mit einer bedeutsamen Miene sein Fundstück auf den runden Tisch und begutachtete es sorgfältig von außen. Das Heft war in braunes Leder gebunden, das ziemlich abgewetzt und an den Ecken angestoßen war. Es besaß weder ein Etikett noch eingeprägte Buchstaben, woraus Holmes folgerte, dass es in einem Ladengeschäft erworben worden war. Auch die nicht besonders hochwertige Verarbeitung spricht dafür, dass es sich um ein industriell gefertigtes Massenprodukt handelt. Als Holmes den Deckel schließlich aufklappte, zeigte sich, dass sich auf dessen Innenseite der Firmenstempel Mortimer Hoppers befand. Damit eröffnet sich ein weites Feld für Spekulationen. Aber vielleicht gibt es eine ganz banale Erklärung für den Stempel, wie zum Beispiel, dass der Kunsthändler die Hefte als Werbegeschenke verteilt. Ich glaube jedenfalls nicht, dass wir dem Firmenstempel allzu viel Bedeutung beimessen sollten. Er betrachtete eine Seite nach der anderen und ich vermochte mir auch auf den zweiten Blick keinen Reim aus den Notizen des Malers zu machen. Was halten Sie zum Beispiel von den Abkürzungen MH, ED, HPW, ER und RE? Ich habe leider keine Ahnung, was das bedeuten könnte. Ganz offensichtlich sind dies die Initialen der 5 Personen, die auf dem Gruppenporträt dargestellt sind. Vielleicht hat Adriano Benetti auch andere Porträts von Ihnen angefertigt. Das habe ich gestern bereits überprüft. Die 5 Personen auf dem Gruppenporträt haben sich wahrscheinlich nur ein einziges Mal von Benetti malen lassen. Dies versichern jedenfalls sowohl Mortimer Hopper als auch Mr. Wilson. Und ich glaube nicht, dass sie sich abgesprochen haben. Und hier haben wir unter der Überschrift Livorno eine Auflistung von Daten, die einen Zeitraum von mehreren Wochen abdecken. Die letzte Ausgabe datiert auf den 10. November des letzten Jahres. Mir schwirrte der Kopf. Was hatten wohl die Initialen der Mitglieder des okkulten Vereins mit diesen Daten zu tun? Dann kam mir eine Idee. Vielleicht war Benetti ein Erpresser. Er spionierte seine Modelle aus, wenn er in ihren Häusern arbeitete, um anschließend Geld für sein Schweigen zu verlangen. Das wäre durchaus im Bereich des Möglichen, auch wenn ich persönlich es für ziemlich unwahrscheinlich halte. Und was fällt Ihnen auf, wenn Sie die Handschrift betrachten? Der Maler hatte ansonsten eine gut lesbare Handschrift, aber diese beiden Zeilen sind recht krakelig. Holmes nickte und blickte mich aufmunternd an. Ich zuckte verlegen mit den Schultern, weil mir nichts mehr auffiel. Diese Buchstaben sind eindeutig an Bord eines Schiffes geschrieben. Sie sehen hier das typische Auf- und Abschwanken, das die Wellen verursachen und das sich deutlich vom Hin- und Herrütteln eines Zuges unterscheidet. Respektvoll staunend sah ich zu, wie Holmes das Heft umblätterte. Aber die folgende Seite war unbeschrieben. Das Interessanteste in diesem Heft dürften sicherlich die Datumsangaben mit der Überschrift Livorno sein. Aber ich habe noch nicht genug Anhaltspunkte, um mit dieser Liste etwas anfangen zu können. Wenn ich nur mehr Informationen besäße. Ich kann schließlich ohne Trauben keinen Wein keltern. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen uns mit allen Personen unterhalten, die auf dem Porträt dargestellt sind. Vielleicht sehe ich dann klarer.
Am Morgen des folgenden Tages, es war der dritte unserer Ermittlungen, stand der Besuch bei Elizabeth Dowland auf unserem Programm. Wir erreichten das Haus, in dem die Dichterin eine Mietwohnung bewohnte. Da die Haustür überraschenderweise nicht abgeschlossen war, konnten wir ungehindert eintreten. Aber leider war nirgends verzeichnet, wer im Parterre wohnte. In der ersten Etage kläffte ein Hund durch die Tür und eine männliche Stimme versuchte vergeblich, ihn zu beruhigen. Wir studierten die Namensschilder, wurden aber wieder nicht fündig. Nachdem wir eine weitere Treppe hinaufgestiegen waren, fanden wir im zweiten Stock neben der Wohnungstür zur Linken ein schlichtes Messingschild, in das mit neugotischen Buchstaben der Name Dowland eingraviert war. Holmes zog am Klingelzug. Wir warteten einige Augenblicke mit angehaltenem Atem und lauschten. Sie möchten sicherlich ein Autogramm. Das nicht, aber... Was kann ich also sonst für Sie tun? Mein Name ist Henry Baker Radcliffe. Ich würde gern kurz mit Ihnen über das Gruppenbildnis sprechen, das Sie mit vier weiteren Mitgliedern des Nuovo Circolo del Fuoco d'Inferno zeigt. Oh, ich bereue zutiefst, mich dazu bereit erklärt zu haben. Dieses Gemälde ist verhext. Es bringt jedem Unglück und Verderben, der mit ihm zu tun hat. Ja. Zuerst wird bei Harold Percy Wilson eingebrochen und dann verunglückt Adriano Benetti tödlich. Oh, man sollte das Bild vernichten. Mr. Wilson hat mich gebeten, den Einbruch in seinem Haus aufzuklären. Daher würde ich gern mit allen Personen sprechen, die auf dem Gemälde dargestellt sind. Woher kennen Sie eigentlich Mr. Wilson? Ich habe Sie noch nie in unserem Club gesehen. Ich bin ein Freund von Mortimer Hopper. Er hat mich an Mr. Wilson weiterempfohlen, da ich ihm in der Vergangenheit schon behilflich gewesen bin. Ah, jetzt erinnere ich mich. Ich habe von Ihnen gehört. Mir war nur Ihr Name entfallen. Sie waren es doch, der dem Spuk in Hoppers Villa ein Ende bereitet hat. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sie sind natürlich herzlich in meinem bescheidenen Heim willkommen, Mr. Baker Radcliffe und Mr. David Tristram. Er ist mein Kollege, mit dem ich schon im Fall des Gespenstes bei Mr. Hopper zusammengearbeitet habe. Man kann heutzutage als Frau gar nicht vorsichtig genug sein. Mit einem Kerzenständer in der Hand, den sie wohl im Zweifelsfall als Waffe einzusetzen gedachte, begleitete uns Miss Dowland in den Salon, dessen Fenster von purpurroten Samtvorhängen verschattet waren. Nehmen Sie doch Platz, meine Herren. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Wir interessieren uns dafür, nach welchem Kriterium Sir Rupert Aberstone die Mitglieder Ihres Clubs ausgewählt hat, mit denen er sich hat porträtieren lassen. Sie wissen, welcher Natur unser Club ist? Ja, natürlich. Es kann gar keinen Zweifel daran geben, dass 5 Personen auf dem Gruppenporträt dargestellt sind, da dies eine magische Zahl ist. Auch das sternenförmige Pentagramm hat 5 Zacken. Es ist ein uraltes Schutzzeichen gegen nächtliche Spukgeister. Seine 5 Spitzen weisen auf die Tugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Stärke, Mäßigung und Fleiß hin. Auf die Türschwelle gezeichnet hindert ein Pentagramm Dämonen und böse Geister daran, diese zu überwinden. Aha. Ich vermute, Sir Rupert wollte sich mit dem Gemälde gegen böse Geister schützen. Hat Sir Rupert Aberstone Ihnen gegenüber diesbezügliche Andeutungen gemacht? Das nicht, denn Sir Rupert würde natürlich niemals zugeben, dass er Angst vor ruhelosen Geistern hat. Aber ich finde, seine Absicht ist doch ganz offensichtlich. Haben Sie eigentlich mittlerweile das vollendete Gemälde gesehen? Leider nicht. Sir Aberstone hat das Gruppenporträt bekanntlich nicht zugesagt, während Mr. Wilson ganz begeistert davon war. Ich würde es natürlich liebend gern selbst in Augenschein nehmen, zumal auch ich auf dem Gemälde dargestellt bin. Aber jetzt, wo es bei Mortimer Hopper hängt, werde ich sicher bald die Gelegenheit dazu haben. Da klingelte es an der Wohnungstür. Das Dienstmädchen öffnete und wir hörten Stimmen im Flur. Im Salon hingegen herrschte einige Augenblicke Schweigen, bis endlich das Dienstmädchen die Tür aufriss, zu meiner Enttäuschung ohne das Tablett mit dem versprochenen Tee. Entschuldigen Sie die Störung, Madame. Jemand hat einen Brief abgegeben. Nicht für Sie, für Mr. Henry Baker Radcliffe. Erleichterung spiegelte sich im Gesicht der Dichterin. Offenbar hatte sie eine schlechte Nachricht erwartet. Holmes nahm den Brief und faltete ihn auseinander. Leider las er die Notiz auf eine Art und Weise, dass ich keinen Blick auf die Schrift erhaschen konnte. Bei der Lektüre runzelte er die Stirn. Der Brief ist von Mortimer Hopper. In seinem Ladengeschäft in Florenz hat er erfahren, dass man gestern Nacht bei Sir Rupert Aberstone eingebrochen hat und einige seiner Gemälde gestohlen worden sind. Daher ist Sir Aberstone vorzeitig zurückgekehrt. Schon wieder ein Einbruch? Das kann doch kein Zufall sein. Ich kann mir das nicht erklären.
Mr. Hopper bietet an, uns in einer halben Stunde mit seiner Droschke abzuholen. Sir Upperstone wohnt nämlich ebenfalls unweit von Fiesole. Vielleicht haben wir Glück und die Polizei hat diesmal ein paar Spuren für uns übrig gelassen. Warum besucht eigentlich Hopper diesen Sir Rupert, wie auch immer? Das hat er nicht geschrieben, aber er ist schließlich mit Sir Upperstone befreundet. Vielleicht will er wegen des Einbruchs nach dem Rechten sehen. Woher wusste Mortimer Hopper, dass er uns hier antreffen würde? Ich habe bei Signora Rossi hinterlassen, dass ich heute Morgen bei Miss Dowland vorbeischauen würde. Nur für den Fall, dass jemand nach mir fragen sollte. Haben Sie schon den Nachruf auf Adriano Benetti gelesen? Elizabeth Dowland reichte mir einen Artikel, den sie sorgfältig aus der Zeitung ausgeschnitten hatte, nicht herausgerissen, wie Holmes es zu tun pflegte. Während ich den Nachruf förmlich verschlang, nippte ich am Tee, der noch immer ziemlich heiß war. Ich las, dass der Maler eine Witwe und 4 Kinder hinterließ. Das ist ja schrecklich. Lesen Sie selbst. In einem Punkt hatte Hopper übrigens recht. Gestern sagte der Kunsthändler, dass der Maler nur mit Mühe seinen Lebensunterhalt bestreiten könne. Und schon heute wird Antonio Benetti plötzlich als verkanntes Genie bezeichnet, nur weil er vom Gerüst gefallen ist. Hieß er nicht Adriano? Sie haben recht. Sie haben nicht mal seinen Namen korrekt wiedergegeben. Übrigens war Adriano Benetti Junggeselle, wie uns der Küster freundlicherweise mitgeteilt hat. Vielleicht hat er dem Küster gegenüber seine Familie verleugnet? Wir werden wohl nicht umhin kommen, der Verwandtschaft des Malers in Livorno einen Besuch abzustatten. Haben Sie gelesen, was man über die Todesursache geschrieben hat? Selbstverständlich. Das Ergebnis der pathologischen Untersuchungen hat ergeben, dass die Wucht des Aufpralls auf dem Boden nicht nur die Schürfwunde am Kopf und die Ohnmacht verursacht, sondern dem Maler auch die Halswirbelsäule gebrochen hat, was den Tod verursacht hat. Vielleicht hätten Sie noch erwähnen sollen, dass Benetti mit dem Kopf gegen eines der Bretter gestoßen ist. Dies konnte man sowohl der Kopfwunde des Malers als auch dem Zustand des umgestürzten Gerüstes eindeutig entnehmen. Wir sollten den Kunsthändler nicht warten lassen. So sehr ich es bedauere, wir müssen das gemütliche Heim von Miss Dowland schon wieder verlassen. Schade, dass Sie nicht länger bleiben konnten. Wenn Sie noch Fragen haben sollten oder sich ganz einfach über den Fall unterhalten wollen, können Sie gern noch einmal vorbeikommen. Ich werde den ganzen Abend in meiner Wohnung verbringen. Vielleicht werden wir auf Ihr freundliches Angebot zurückgreifen. Dann leben Sie wohl. Sie sind herzlich willkommen, bei mir vorbeizuschauen, wann immer Sie in der Gegend sind. Ich werde immer eine Kanne Tee und englisches Gebäck für Sie haben. Warum lächeln Sie vor sich hin? Ich lebe nun schon so lange in Florenz, dass ich ganz vergessen habe, wie verschroben manche unserer Landsleute sind. Bedenken Sie, dass es sich um Mitglieder des Nuovo Circolo del Fuoco d'Inferno handelt, die wir nacheinander besuchen. Daher ist zu erwarten, dass Sir Rupert Upperstone mindestens ebenso spleenig sein wird wie unsere Dichterin. Immerhin ist er ein Aristokrat. Die drückende Hitze und das Schaukeln der Kutsche ließen mich irgendwann einnicken. Und als ich die Augen wieder öffnete, erschien wie eine Fata Morgana zwischen den schattigen Kronen hoher Bäume eine Villa im zeitgemäßen neuklassischen Stil. Das Anwesen von Sir Rupert Upperstone. Die Droschke fuhr ungehindert durch das weit offenstehende Gartentor. Dahinter lag ein staubiger Hof, in dessen Mitte einige blasse Pflanzen in einem runden Beet vor sich hinkränkelten, wofür sich offensichtlich die Gärtner nicht zuständig fühlten. Die Droschke kam zum Stehen und der Kutscher riss den Schlag auf. Holmes und ich stiegen aus, aber der Kunsthändler machte keinerlei Anstalten, die Droschke zu verlassen. Ich werde Sie leider nicht ins Haus begleiten können. Wichtige Geschäfte machen es unerlässlich, dass ich schnellstmöglich in meine Villa zurückkehre. In 2 Stunden komme ich wieder vorbei und hole Sie ab. Richten Sie bitte meine besten Empfehlungen an Sir Upperstone aus. Der plötzliche Aufbruch Hoppers befremdete mich. Was hatte dies zu bedeuten? Fürchtete Hopper sich vor seinen Clubkameraden? Holmes schien nicht willens zu sein, den Kunsthändler so ohne weiteres verschwinden zu lassen. Bevor Hopper den Schlag von innen zuziehen konnte, griff Holmes nach der Klinke und verhinderte so das Schließen der Tür. Mr. Hopper, ich habe noch eine kurze Frage.
Zufällig haben wir bei Adriano Benetti ein ledergebundenes Heft gefunden, dessen Deckelinnenseite ihr Firmenstempel zierte. Tatsächlich? Enthielt das Heft irgendwelche Notizen in meiner Handschrift? Das nicht, aber es hat mich trotzdem gewundert. Haben Sie eine Vorstellung, wie das Heft in den Besitz des Malers gelangt sein könnte? Keine Ahnung, aber um ehrlich zu sein, es interessiert mich auch nicht besonders. Derartige Hefte liegen in meinem Ladengeschäft überall herum, denn ich habe beim Hersteller einen Mengenrabatt bekommen. Adriano Benetti wird sich wahrscheinlich eins davon behalten haben, als ich für dieses verhängnisvolle Gruppenporträtmodell gesessen habe. Leider habe ich momentan wirklich Wichtigeres zu erledigen. Sie werden mich also bitte endlich entschuldigen. Kaum, dass Holmes den Schlag freigegeben hatte, zog Hopper ihn schon von innen zu. Der Kutscher knallte mit seiner Peitsche. Augenblicklich setzten die Pferde sich in Bewegung und die Droschke umrundete mit so großer Geschwindigkeit das Beet, dass der aufgewirbelte Schmutz uns ins Gesicht flog. Als ich die Augen wieder öffnete, war die Kutsche bereits verschwunden. Das stinkt doch zum Himmel! Entweder der Kunsthändler war der Komplize des Malers oder er ist sein Mörder. Sie vergaßen eine dritte Möglichkeit. Nämlich die, dass Hopper die Wahrheit gesagt haben könnte. Aber wir sollten Sir Epperstone nicht warten lassen. Das Haus besaß eine große Empfangshalle mit marmornen Treppenaufgängen. Ideal für den Auftritt des Hausherrn, der langsam die Stufen herabgestiegen kam. Er war nach der neuesten Mode gekleidet, aber mit seinem Hemd, dessen oberster Knopf geöffnet war, und der Krawatte, die ihm wie ein Strick locker um den Hals baumelte, hatte seine Erscheinung etwas von einem Bohemien. Ich gehe davon aus, dass Mr. Hopper unseren Besuch bereits angekündigt hat. Ja, ich glaube, ich erinnere mich, dass er von Ihnen sprach. Sie sind die Gespensterjäger? Glücklicherweise konnte ich dank meiner wissenschaftlichen Methode nachweisen, dass die merkwürdigen Phänomene in der Villa von Mr. Mortimer Hopper nichts Übernatürliches an sich hatten. Wer weiß, vielleicht macht das Gespenst nur Urlaub und Sie haben es gar nicht vertrieben. Aber was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Mr. Wilson hat uns damit beauftragt, den Einbruch in seinen Palazzo zu untersuchen. Da ich glaube, dass es kein Zufall sein kann, dass nun auch Sie Opfer eines Einbruchs geworden sind, würde ich gerne in Ihrer Villa den Tatort untersuchen. Das hat die Polizei bereits getan. So, so. Andererseits, wann hat die Polizei jemals etwas aufgeklärt? Also, wenn es Ihnen Freude bereitet, so sind Sie dazu eingeladen, sich mein bescheidenes Heim zu betrachten. Ausgesprochen gern. Außerdem würde ich Ihnen gern einige Fragen stellen. Was möchten Sie wissen? Vor allen Dingen interessiert mich, wie die Einbrecher in Ihr Haus eingedrungen sind. Durch ein Fenster im Piano Nobile, welches mein zweites Stubenmädchen den ganzen Tag lang offen stehen gelassen hat. Sie können aber den, wie haben Sie vorhin noch gesagt, Tatort selbst gern in Augenschein nehmen. Und das zweite Zimmermädchen? Habe ich selbstredend bereits entlassen. Während wir dem Hausherrn die eindrucksvolle Treppe hinauffolgten, glitt mein Blick über die polierten Marmorstufen, die rot gestrichene Wand, empor bis zu einem lebensgroßen Ölgemälde, das am Treppenabsatz hing. Darauf posierte eine Dame in Gesellschaftstoilette vor einem schwarzen Hintergrund. Zu einem champagnerfarbenen Ballkleid aus Seide, dessen Ausschnitt mit Brüsseler Spitze besetzt war, trug sie als einziges Schmuckstück eine sternförmige silberne Brosche, von der jedoch nur die Hälfte zu sehen war, da die Dame dem Betrachter im wahrsten Sinne des Wortes die kalte Schulter zuwandte. Dies ist das Porträt von Lady Epistone, meiner verstorbenen Gemahlin. Ich persönlich finde das Gemälde wenig ansprechend, aber Lady Epistone hat testamentarisch bestimmt, dass ihr Bildnis Zeit meines Lebens hier hängen bleiben muss. Dann darf ich Ihnen mein Beileid aussprechen. Ihre Gemahlin war schon seit längerem krank? Nein, sie starb vor etwas mehr als einem halben Jahr bei einem Segelunfall an der Küste von Livorno. Meine Gemahlin war eine passionierte Seglerin, die jede freie Minute auf ihrem Boot verbracht hat. Leider hat sie eine Unwetterwarnung nicht ernst genommen und ist bei einem heftigen Sturm verunglückt. Was für eine Tragödie. Es war unübersehbar, dass der Hausherr gern das Thema gewechselt hätte, aber Holmes blieb vor dem Gemälde stehen. Und sie ist stets ganz allein segeln gegangen?
Ich machte mir nichts aus Boden, wenn es das ist, was Sie mit Ihrer Frage andeuten wollten. Aber meine Gemahlin ist keineswegs immer allein nach Leghorn gefahren. Oft hat Elizabeth Dowland sie begleitet. Sie haben sicher inzwischen ihre Bekanntschaft gemacht. Na. Wie das Leben so spielt, besitzt Elizabeth ein winziges Grundstück, das an mein Anwesen angrenzt. Sie betreibt dort Ausgrabungen. Doch ich bezweifle, dass sie an dieser abgelegenen Stelle etwas Etruskisches findet. Aber sie hört ja nicht auf gute Ratschläge. War auch Ihre Gattin Mitglied des Clubs? Sie war Amerikanerin. Sie interessierte sich weder für die Jagd noch für das Reich der Geister. Und trotzdem trägt sie eine Brosche, die an ein Pentagramm erinnert. Mein Hochzeitsgeschenk. Sie hat sich damit aber nur deshalb mahnen lassen, weil ich sie darum gebeten habe. Ansonsten hat sie diese Brosche leider nur sehr selten getragen. Holmes nickte und der Hausherr bedeutete uns, ihm ins Piano Nobile zu folgen. Ist dies das Fenster, durch das die Einbrecher eingedrungen sind? Genau. Und es war auch gestern den ganzen Tag lang geöffnet? Ja, leider. Die Einbrecher sind am helllichten Tage gekommen. Das zweite Stubenmädchen war gerade im Keller, um etwas zu verstauen. Und als sie zurückkam, waren die Bilder bereits verschwunden. Was für ein schöner Garten. Sie waren mit dem Gruppenbildnis nicht zufrieden, das Sie bei Adriano Benetti bestellt haben? Ich wäre meinem ersten Impuls gefolgt, das Bild zu zerstören, solange ich noch dazu Gelegenheit hatte. Es ist so schlampig gemalt, dass ich zuerst dachte, es wäre nur die Grundierung. Umso erstaunter war ich, als Mr. Wilson Interesse an diesem Machwerk bekundet hatte. Ich habe es ihm überlassen, aber eigentlich hätte ich Adriano Benetti auf Einhalten der Vertragsbedingungen verklagen sollen. Nur weil der Maler mittlerweile verstorben ist, habe ich die Sache auf sich beruhen lassen. Sie wissen bereits, dass er tot ist? Aber sicher? Schließlich stand es doch schon gestern in der Zeitung. Es würde mich interessieren, nach welchem Kriterium Sie die Mitglieder Ihres Clubs ausgewählt haben, mit denen Sie porträtiert werden wollten. Es sind diejenigen Mitglieder, mit denen ich die anregendsten Unterhaltungen geführt habe. Oder was haben Sie angenommen? Ich nehme nie etwas an. Ich sammle Fakten und ziehe anschließend meine Schlüsse daraus. Wann wollte Mortimer Hopper Sie wieder abholen? In etwas mehr als einer Stunde. So lang kann ich nicht warten. Sie können aber mit meinem Kutscher in die Stadt zurückfahren, denn er hat dort einige Besorgungen für die Köchin zu erledigen. Mein Butler wird Mortimer Hopper Bescheid sagen. Das wäre sehr freundlich. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich vorher noch einen Blick in den Garten werfen. Ich möchte die Stelle sehen, an der Einbrecher seine Leiter angelehnt hat. Einen halbherzigen Gruß vor mich hinmurmelnd, schloss ich mich an. Wir verließen die Villa und Holmes ging mit langsamen Schritten um das Haus herum. Ich folgte ihm mit einem Meter Abstand, damit er mir nicht vorwerfen konnte, dass ich wichtige Spuren verwischte. Nach 100 Metern blieb Holmes neben einem Blumenbeet stehen. Jemand hat vor kurzem den Rasen überquert. Die Abdrücke sind noch sichtbar. Die Spur beginnt am Haus und führt zu dem kleinen Heim hinter der Wiese. Wahrscheinlich war es einer der Gärtner, der heute Morgen hier entlang gestapft ist. Nach der Größe des Anwesens zu schließen, beschäftigt Sir Upperstone mindestens 3 Gärtner. Und Sie haben einen von ihnen im Verdacht, der Einbrecher zu sein? Keinesfalls. Die Spur führt nicht zu dem Fenster, hinter dem sich die entwendeten Gemälde befanden. Ha! Genau wie ich mir gedacht habe. Mittlerweile war er unter dem offenen Fenster des ersten Stockwerks angelangt, durch das die Einbrecher eingedrungen sein mussten. Durch seine Lupe blickend, observierte er auf dem Boden hockend den Rasen. Ich habe genug gesehen. Jetzt sollten wir endlich nach Florenz zurückkehren. Trotz dieser Ankündigung machte Holmes noch einen kurzen Abstecher zum Gartenportal und ich bemerkte, dass eine der Spitzen des Metallzauns abgebrochen war. Vielleicht ist dies eine weitere Spur, die der Einbrecher hinterlassen hat. Nein, das glaube ich nicht. Die Bruchstelle ist viel älter. Was für ein merkwürdiger Fall, dachte ich, als sich die Räder der Kutsche in Bewegung setzten. Ich fragte mich, warum alles so kompliziert sein musste. Holmes hatte mittlerweile fast alle Beteiligten befragt, aber ich konnte mir keinen Reim auf die Sache machen. Ohne den Tod des Malers hätte ich die Fortsetzung der Untersuchungen für reine Zeitverschwendung gehalten. Aber einen Mord konnte man nicht einfach unter den Teppich kehren. Nun kennen wir 4 Hauptdarsteller des Dramas,
Es fehlt nur noch Lady Rutherford. Aber noch immer ergibt sich kein klares Bild. Wir sollten uns über den Tod von Lady Epperstone informieren. Das kann nicht schaden, obwohl uns niemand den Auftrag dazu erteilt hat. Und wie würden Sie dabei vorgehen? Vielleicht sollten wir diese exaltierte Dichterin noch einmal befragen. Wenn sie, wie Sir Epperstone behauptet hat, mit der Lady eng befreundet war, wird sie uns bestimmt genaueres über den Unfall erzählen können. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Aber ist es Ihnen nicht in den Sinn gekommen, im Archiv der lokalen Zeitungen Nachforschungen zu betreiben? Wahrscheinlich hat der Unfall auch außerhalb der englischen Gemeinde in Florenz Aufsehen erregt. Das ist eine sehr gute Idee. Darum werde ich mich heute Nachmittag kümmern. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie um 5 Uhr nachmittags in unser Stammcafé kommen könnten. Gern. Pünktlich um 5 Uhr erschien ich also im Café Rasmowski, das um diese Zeit stets gut besucht war, da die Mitglieder der englischen Gemeinde in Florenz auch in der Fremde ihren 5-O'Clock-Tea nicht missen wollten. Ich habe die Berichte über den Tod von Lady Epperstone studiert, aber leider waren sie nicht sehr erhellend. Lady Epperstone hat sich im Herbst des vergangenen Jahres von einer Sturmwarnung nicht davon abhalten lassen, in Leghorn auf dem Meer segeln zu gehen. Die Zeitungen berichten, dass sich ihr Ehemann zu diesem Zeitpunkt in Florenz aufgehalten habe. Also kann er bei dem Unglück seine Hände nicht direkt im Spiel gehabt haben. Ansonsten sind die genaueren Umstände des Todes der Lady unbekannt. Denn ihre sterblichen Überreste konnten bis zum heutigen Tag nicht geborgen werden. Nur das Wrack des Segelbootes ist eine Woche nach dem Verschwinden von Lady Epperstone auf Elba angeschwemmt worden. Mittlerweile hat man sie offiziell für tot erklärt. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass er sie umgebracht hat. Wie auch immer er dies von Florenz aus bewerkstelligt haben mag. Sie neigen zu voreiligen Schlüssen, die auf ihren Empfindungen beruhen und nicht auf logischen Überlegungen. Aber ich finde es dennoch merkwürdig, dass sie angeblich jede freie Minute so weit von ihrem Mann entfernt verbracht hat. Wenn ich mit Sir Epperstone verheiratet wäre, würde ich zum Segeln bis zum Pazifik fahren. Was wissen Sie über Leghorn? Leghorn, also Livorno, ist nach Genua der größte Handelsplatz Italiens. Die Stadt ist um den von der See geschützten Hafen südlich der Arno-Mündung entstanden. Es ist aber ein merkwürdiger Zufall, dass auch Adriano Benetti, der Maler des Gruppenporträts in Livorno, gewohnt hat. Wenn man bedenkt, dass Leghorn erstens, wie Sie mir soeben mitgeteilt haben, der wichtigste Hafen der Toskana ist. Und dass es dort zweitens eine große Künstlerkolonie gibt, deren Mitglieder überwiegend Küstenbilder malen, muss nicht unbedingt ein Zusammenhang zwischen der segelnden Lady und dem unglücklichen Maler bestehen. Tja. Ich habe mittlerweile den Stofffetzen identifiziert, den Brutus erbeutet hat. Das Gewebe stammt aus einer kleinen, unbekannten Manufaktur in der Lombardei. Daraus kann gefolgert werden, dass es sich bei dem erfolglosen Einbrecher bei Mr. Wilson höchstwahrscheinlich um einen Italiener gehandelt hat. Er war also kein Mitglied dieses komischen Clubs. Und ich hatte Sir Epperstone im Verdacht. Ich dachte, er hätte es sich anders überlegt. Sie hatten aber, bevor Sie diesen reizenden Zeitgenossen kennengelernt haben, auch den Maler verdächtigt. Und dies könnte sich bewahrheiten. Wir sollten also so bald wie möglich nach Leghorn fahren. Aber der Maler kann nicht bei Sir Epperstone eingebrochen sein. Denn dieser Einbruch hat sich erst nach seinem Tod ereignet. Das ist in der Tat eine ganz andere Geschichte. Vielleicht sollten wir heute Abend doch noch der freundlichen Einladung Elizabeth Dowlands Folge leisten. Dies könnte höchst interessant werden. Wir zahlten und machten uns dann auf den Weg zur Piazza Santa Maria Novella. Gegen 6 erreichten wir die Wohnung in dem uns bereits bekannten Mietshaus. Ein Mann um die 30 mit aschblondem Haar und verschlossener Miene kam aus dem an den Salon angrenzenden Raum. Zwar war er nicht wie ein Gentleman gekleidet, aber es handelte sich auch nicht um einen Diener oder Handwerker. Das ist Andrew, mein Sekretär. Er arbeitet stundenweise für mich. Während das Mädchen unsere Hüte entgegennahm, verabschiedete sich der Sekretär mit einem flüchtigen Nicken von seiner Arbeitgeberin. Er schien in großer Eile zu sein. Haben Sie mittlerweile die Einbruchsserie aufgeklärt? Ich verfolge eine vielversprechende Spur. Ich habe aber noch eine Frage an Sie, die wahrscheinlich nichts mit den gestohlenen Bildern zu tun hat. Sir Epperstone hat uns berichtet, dass Sie mit seiner verstorbenen Frau befreundet waren.
Ja, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Lady Epperstone hielt nicht viel von unserem kleinen, esoterischen Kreis, aber wir sind oft zusammen nach Leghorn gefahren, wo sie ein Segelboot vor Anker liegen hatte. Ich mache mir noch heute Vorwürfe, dass ich sie an diesem Unglückstag nicht begleitet habe. Vielleicht hätte ich sie zur Vernunft bringen können. Besaß sie eigentlich in Livorno eine eigene Wohnung? Ja, selbstverständlich. Sie hatte eine entzückende kleine Wohnung in Venezia Nuova. Aber Sir Epperstone hat sie natürlich längst gekündigt. Der Tod der Lady liegt schließlich ein halbes Jahr zurück und Sir Epperstone steckt sein gesamtes Geld in seine Pferde. Aber Sie erinnern sich doch sicher an die Adresse. Selbstverständlich. Bitte sehr. Waren Sie die einzige Person, mit der Lady Epperstone zum Segeln gegangen ist? Oh, offiziell ja. Lady Epperstone war eine sehr diskrete Frau, die niemals über ihr Privatleben sprach. Noch nicht einmal mit mir. Aber ich habe selbstverständlich den üblichen Klatsch mitbekommen. Es wurde nämlich in unserem Club gemunkelt, dass sie ein Verhältnis mit Adriano Benetti gehabt habe. Angeblich hat sie seine Bekanntschaft zufällig am Strand in Leghorn gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr Mann die Affäre nicht bemerkte oder ob er nichts dagegen unternommen hat, da er größtenteils von ihrem Geld lebte. Aber ich habe doch in der Zeitung gelesen, dass Adriano Benetti eine Frau und 4 Kinder hinterlassen hat. Ach, so sind nun einmal die Künstler. Ich habe mich übrigens nach der Adresse von Adriano Benetti erkundigt und es hat sich herausgestellt, dass man ihn in dem Nachruf, den wir gelesen haben, mit seinem Vetter Antonio Benetti verwechselt hat, der ebenfalls Maler ist. Sie erinnern sich an den falschen Vornamen? Aber selbstverständlich. Dieser Antonio Benetti hat tatsächlich Frau und 4 Kinder, während unser Adriano Junggeselle war und den Ruf hatte, ein Schürzenjäger zu sein. Das habe ich auch gehört. Ich meine, dass er ein rechter Schwerenöter war. Ich habe noch eine letzte Frage zu dem tragischen Schiffbruch. Würden Sie sagen, dass es ein für Lady Epperstone typisches Verhalten war, bei schlechtem Wetter segeln zu gehen? Oh, unbedingt. Was sie sich in den Kopf setzte, das hat sie auch getan, egal was andere dazu sagten. Wissen Sie zufällig, ob Lady Epperstone in Leghorn Freunde hatte? Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Sie hat jedenfalls den Kontakt sowohl mit den italienischen als auch mit den englischen Yachtbesitzern gemieden. Warum, weiß ich auch nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Wir wollen daher Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, zumal noch viel Arbeit auf uns wartet. Es war unübersehbar, dass Elizabeth Dowland Holmes gern zum Bleiben aufgefordert hätte, aber es nicht wagte, diesen Wunsch zu äußern. Auch ich verabschiedete mich. Und zwar nicht nur von Elizabeth Dowland, sondern auch von Holmes. Denn ich hatte Giovanna und meiner Frau versprochen, zum Abendessen rechtzeitig zu Hause zu sein. Nach einer ermüdenden Zugfahrt, bei der mich auch die toskanische Landschaft, die hinter der staubigen Scheibe des Abteils vorbeizog, nicht mit der Schüttelei versöhnte, erreichten wir Livorno am frühen Nachmittag. Der Weg ist nicht weit. Er überreichte mir einen Zettel, auf dem mit krakeliger Schrift 2 Adressen notiert waren. Die von Adriano Benetti sowie die seines Vetters, mit dem ihn der Verfasser seines Nachrufs verwechselt hatte. Hinter der Anschrift des Mordopfers war mit Bleistift Mietwohnung im Quartiere Venezia Nuova notiert. Ich brauchte einen Augenblick, bis mir einfiel, wo mir die Bezeichnung Venezia Nuova bereits untergekommen war. Dann durchfuhr mich die Erkenntnis wie ein Blitz. Dies war das Viertel, in dem auch Lady Epperstone gewohnt hatte, wenn sie in Livorno war. Dies konnte doch bestimmt kein Zufall sein. Woher haben Sie diese Adressen? Der Küster der Kirche Santa Trinita war gestern Abend so freundlich gewesen, sie mir zu geben. Woher um Gottes Willen wusste der Küster, wo der Vetter des Malers lebt? Hier hat man eben Familiensinn. Wir befinden uns in Italien und nicht in England, wo man sein Haus mit einem Wassergraben umgibt und mit einer Zugbrücke sichert. Nachdem wir 2-mal nach dem Weg gefragt hatten, fanden wir endlich die gesuchte Adresse. Die Straße war gepflegt und machte einen recht achtbaren Eindruck. Das Haus selbst unterschied sich nicht von den anderen. Es war 4-geschossig und besaß einen Balkon, der das Piano Nobile auszeichnete. Alle Fensterläden waren als Schutz gegen die Sonne geschlossen und daher gaben die breiten Fenster keinerlei Aufschluss über die Geschehnisse im Inneren der Räume. Ich gehe davon aus, dass Adriano Benetti im obersten Stockwerk gewohnt hat.
Das glaube ich auch, denn die billigen Wohnungen befinden sich immer unter dem Dach. Ja? Signor Fontana? Können Sie nicht lesen? Steht auch deutlich auf dem Klingelschild. Man hat mir gesagt, dass Sie der Besitzer dieses Miethauses sind. Ich hoffe, die Wohnung ist noch frei. Kommen Sie rein. Vielleicht könnten wir die Möbel übernehmen, zumindest für den Anfang. Uns hatte nämlich eigentlich eine möblierte Wohnung vorgeschwebt. Was haben Sie sich eigentlich als Miete vorgestellt? Der Hausbesitzer nannte einen Betrag, der weit niedriger war, als ich erwartet hatte. Aber ich war wohl von Florentiner-Verhältnissen ausgegangen. Das klingt vernünftig. Aber ich möchte mich jetzt noch nicht festlegen, denn wir haben noch mehrere andere Angebote, die wir in den nächsten Tagen prüfen möchten. Könnten Sie uns die Wohnung nicht vorerst für eine Woche überlassen? Sie müssen dem Vetter von Signor Benetti schließlich nicht sagen, dass wir Ihnen dafür Miete zahlen. Mir fehlten die Worte, was nicht oft vorkam. So sehr beeindruckte mich die Art und Weise, wie Holmes zwei Fliegen mit einer Klappe schlug. Erstens hatten wir nun in Livorno eine preiswerte Unterkunft gefunden, von der aus wir in Ruhe recherchieren konnten. Und zweitens konnten wir die Wohnung des Malers ohne den lästigen Vermieter in Ruhe untersuchen. Kaum hatten wir uns auf klobigen Ledersesseln niedergelassen, händigte Holmes schon unserem neuen Hauswirt die vereinbarte Summe aus. Sie müssen das hier noch unterschreiben. Wir stießen mit einem Krapper an, der meine Erwartung weit übertraf. Ich hätte nichts gegen ein zweites Gläschen einzuwenden gehabt, aber ich hatte meine Rechnung ohne Holmes gemacht. So leid es mir tut, Signor Fontana, wir können nicht länger Ihre Gastfreundschaft genießen, denn wir haben heute Abend noch viel zu tun. Der Hausbesitzer unternahm leider keinerlei Anstalten, um uns umzustimmen, und wir verabschiedeten uns. Holmes nahm zwei Stufen auf einmal, als er die Treppe zur ehemaligen Wohnung des Malers hinaufstieg, und ich folgte ihm etwas langsamer. Holmes schloss die Tür auf und begab sich zielstrebig in die kleine Küche, die den Eindruck erweckte, als sei sie niemals benutzt worden. Er kam zurück mit einem Aschenbecher aus blauem Glas, der auf der Anrichte gestanden hatte. Wie ich mir gedacht habe. Der Mörder hat hier geraucht? Nein, Signor Benetti hat hier geraucht. Erinnern Sie sich daran, dass Mr. Wilson nach dem Einbruchsversuch Rauchspuren in seiner Wohnung wahrgenommen hat? Ja. Diese Asche ist zwar noch kein Beweis dafür, dass Signor Benetti versucht hat, sein eigenes Gemälde zu stehlen, aber vielleicht finden wir in der Wohnung weitere dienliche Hinweise. Ich sah Holmes fragend an, denn ich wusste nicht, was er von mir erwartete. Als erstes untersuchen wir die Regale und Schränke. Ich schlage vor, dass ich das Schlafzimmer inspiziere, während Sie sich das Bücherregal vorknöpfen. Bitte schauen Sie nicht nur hinter die Bücher, sondern blättern Sie jedes einzelne Buch durch, ob darin etwas versteckt worden ist. Aber bitte fassen Sie ansonsten nichts an. Nicht, dass Sie noch die letzten Spuren verwischen, die man für mich übrig gelassen hat. Im sommerlichen Licht leuchteten der Orientteppich und die Goldbuchstaben auf den Rücken der Bücher. Auf dem wertvollen Teppich standen ein niedriger Tisch und ein rotes Plüschsofa mit zwei passenden Stühlen. Über die ganze Breite der Hinterwand lief ein Regal aus dunklem Holz, darauf mehrere Reihen von Folianten mit Lederrücken. Vorsichtig griff ich nach oben, hob den ersten Band eines mehrbändigen Lexikons herunter und blätterte darin herum, ohne etwas Interessantes zu finden. So nahm ich eine staubige Schwarte nach der anderen in die Hand, bis das oberste Regalbrett leer war. Außer dem Lexikon waren es überwiegend moderne Romane und keine Kunstbücher, wie ich sie bei einem Maler erwartet hätte. Aber meine Ausbeute bestand nur aus Rechnungen eines Schusters und einem Ticket der Pferdebahn. Wahrscheinlich hatte Holmes sich den interessanteren Teil der Arbeit vorbehalten. Was er wohl gefunden haben mochte, neugierig öffnete ich die Schlafzimmertür und lugte um die Ecke. Aber es gab nichts Spektakuläres zu sehen.
Auf dem Bett ausgebreitet lagen drei dunkle Anzüge und ein Mantel, die Holmes durch die Lupe betrachtete. Wonach suchen Sie? Ich überprüfe, ob einer dieser Anzüge aus demselben Tuch gearbeitet ist wie das Kleidungsstück, aus dem sich der Mops von Mr. Wilson seine Trophäe herausgerissen hat. Ist es derselbe Stoff? Ja, er kommt aus derselben lombardischen Manufaktur. Signor Benetti hat sich offenbar mehrere Anzüge aus diesem Tuch schneidern lassen. Was mich aber erstaunt, ist, dass in den Schränken eine genauso penible Ordnung herrscht wie in der restlichen Wohnung. Warum fand Holmes dies bemerkenswert? Hinter der Glastür stand eine Batterie gut gespülter Gläser, die ich nicht herausholen musste, um festzustellen, dass sich sonst nichts in der Vitrine befand. Also öffnete ich die Holztüren darunter und das erste, auf das mein Blick fiel, war ein großer Pappkarton, der Fotografien enthielt. Ich erwartete, dass es sich wohl um private Andenken handeln mochte, aber auf den Bildern waren keine Familienszenen zu sehen, sondern bei den Fotografien handelte es sich um offizielle Bilder steif posierender Männer und Frauen in Sonntagsgarderobe. Zweifelsohne waren sie in einem professionellen Fotostudio entstanden. Ich holte die Fotografien einzeln aus der Schachtel, aber ich bemerkte keine Familienähnlichkeit. Also handelte es sich nicht um die gesamte Sippe Benetti. Wozu also hob der Maler diese Bilder auf? Plötzlich fiel mein Blick auf ein bekanntes Gesicht, Mortimer Hopper. Ich drehte das Bild um und stellte fest, dass auf seiner Rückseite mit Bleistift ein Kreuz aufgezeichnet war. Auch die Konterfeis von Mr. Wilson, Sir Epperstone und Elizabeth Dowland fanden sich in einer tieferen Schicht. Aber auf ihren Rückseiten befanden sich keine Markierungen. Vielleicht hat er all diese Menschen erpresst, bis ihm sein letztes Opfer dann endlich das Handwerk gelegt hat. Ist es Ihnen nicht in den Sinn gekommen, dass dies die Lichtbilder sind, die Signor Benetti als Vorlagen für seine Gemälde benutzt hat? Bekanntlich bediente er sich, wie viele moderne Maler, dieses Hilfsmittels. Aber immerhin ist dies der erste Gegenstand, der darauf hinweist, dass der ehemalige Bewohner dieser Wohnung ein Künstler war. Ich finde es erstaunlich, dass wir weder eine Staffelei noch Paletten, Pinsel oder Farben und Leinwände gefunden haben. Und dass er seine Abende mit der Lektüre schlechter Romane verbracht hat. Sowie mit der Lektüre lokaler Tageszeitungen. Auf dem Wohnzimmertisch lag ein Stoß alter Zeitungen und Holmes nahm sie einzeln in die Hand. Trotzdem verstehe ich das nicht. Er hat doch schließlich Malrequisiten gebraucht. Vielleicht hat die Polizei alles beschlagnahmt. Das ist eine bizarre Vermutung. Was um Gottes Willen sollte sich die Polizei davon versprochen haben? Auf diese Frage fiel mir leider keine passende Antwort ein. Fast hätte ich die Fotografien in einem spontanen Impuls auf den Boden geworfen, so enttäuscht war ich über die ernüchternde Erklärung, die Holmes für meinen Fund parat hatte. Diese Fotografien sind ein wichtiger Fund. Nun können wir uns ein Bild davon machen, wer die Kunden waren, die Adriano Benetti in letzter Zeit porträtiert hat. Ich würde mich nicht wundern, wenn sich der Mörder darunter befände. Warum allerdings der Maler das Porträt des Kunsthändlers mit einem Kreuz gekennzeichnet hat, das sollten wir noch klären. Holmes hatte einzelne Haare aus einer Haarbürste geklaubt und sie auf einem ausgebreiteten Taschentuch nebeneinander aufgereiht. Nach einer halben Stunde kam Holmes ins Wohnzimmer zurück, wo er mit dem Schürhaken im Kamin herumstocherte. Er häufte etwas Asche auf einen Teller und hielt mir diesen dann unter die Nase, den Schürhaken geschultert wie ein Gewehr. Was ist damit? Signor Benetti hat vor kurzem eine Menge Papier verbrannt. Bestimmt Erpresserbriefe. Oder Rechnungen. Was hat eigentlich die Analyse der Haare im Badezimmer ergeben? Sie hat ergeben, dass sich in dieser Wohnung seit langem kein weibliches Wesen mehr aufgehalten hat. Ich habe kein einziges langes Haar gefunden und nicht die geringsten Rückstände eines Parfums. Das passt auch zu dem Gesamteindruck der Wohnung. Überall Leder, dunkle Farben, keine Blumen. So sehen Räume aus, die von Männern bewohnt werden. Als wir das Haus verließen, tauchte das abendliche Licht alles in Ockertöne und die städtischen Laternenanzünder begannen bereits mit ihrer Runde. Da vorn an der Häuserecke ist übrigens eine kleine Taverne. Wenn Sie dies wünschen, können wir gern zur Stärkung dort einen kleinen Imbiss zu uns nehmen. Mehr sagte Holmes an diesem Abend nicht mehr.
Am fünften Tag der Ermittlungen standen wir um 9 Uhr morgens an der Haltestelle der Pferdebahn, die uns zum Haus Antonio Benettis transportieren sollte, das sich außerhalb des Stadtzentrums befand. Trotz des durchaus guten Bettes hatte ich schlecht geschlafen und war noch vor dem Morgengrauen aufgewacht. Die Sonne blendete mich und ich hatte Kopfschmerzen. Verärgert holte ich meine Taschenuhr heraus und stellte fest, dass wir schon seit einer halben Stunde vergeblich auf die Pferdebahn warteten. Warum winken wir nicht endlich eine Droschke herbei? Wie ich Ihnen bereits mehrfach mitgeteilt habe, ist das Ziel unseres Ausflugs eine Gegend, in der überwiegend arme Leute leben. Mit einer Mietdroschke würden wir dort nur unnötiges Aufsehen erregen. Aus verschiedenen Gründen möchte ich weiterhin vermeiden, dass es sich herumspricht, dass ich in Italien Ermittlungen betreibe. Außerdem werden Sie mir sicherlich zustimmen, dass es zu früh für einen Besuch bei einer Familie ist, mit der man noch nicht bekannt gemacht wurde. Wir hätten ruhig später aufbrechen können. Bevor Holmes etwas auf meinen profanen Kommentar erwidern konnte, kam endlich die Bahn mit einem schrillen Quietschen herangepoltert. Wir stiegen ein und lösten beim Schaffner, einem kräftigen Mann, dessen linke Schulter beim Gehen leicht herunterhing, zwei erstaunlich preiswerte Tickets. An der Endhaltestelle stiegen wir aus, um unseren Weg zu Fuß fortzusetzen. Nach einem halbstündigen Marsch auf einer kochend heißen Straße erreichten wir ein ärmliches Viertel von der Art, die manche Ausländer malerisch finden. Schlecht gepflasterte Straßen wurden von engen Reihen weißgetünchter Häuser gesäumt, deren Anstrich schadhaft und fleckig geworden war. Das muss es sein. Holmes deutete auf ein Haus am Ende der Straße, das hervorragend in seine Umgebung passte, denn es machte einen reichlich heruntergekommenen Eindruck. Welch eine Bruchbude. Immerhin hat es Antonio Benetti zu seinem eigenen Haus gebracht. Da das Haus keinen Vorgarten besaß, befanden wir uns bald in Augenhöhe mit dem schwarzhaarigen Raucher, bei dem es sich nach den Farbflecken auf seiner Kleidung zu schließen, um den Vetter Adrianos handeln musste. Signor Antonio Benetti? Holmes gab ihm keine Karte, wohl weil Antonio Benetti weder Jacke noch Krawatte trug. Henry Baker Radcliffe. Das ist mein Kollege David Tristram. Wir sind Journalisten des International Art Bulletin und recherchieren gerade in Livorno für einen Artikel über Adriano Benetti. Der Vetter des Malers trat einen Schritt zurück. Dann schloss er das Fenster und verschwand im Haus. Wir gingen zur Haustür, in der Annahme, dass der Hausherr diese öffnen und uns hereinbitten würde. Aber nichts dergleichen geschah. Aus dem Inneren des Hauses drangen die Stimmen einer wütenden Frau und die Antonio Benettis, der zurückbrüllte. Holmes und ich sahen uns wortlos an. Holmes zuckte gleichmütig mit den Schultern und klopfte dann mit den Knöcheln an die Haustür, da es keinen Klingelzug gab. Einen Augenblick lang herrschte Stille. Ist mir egal, wer Sie sind. Scheren Sie sich zum Teufel! Wir sollten endlich diese ungastliche Stätte verlassen, bevor man noch die Hunde auf uns hetzt. Ich hatte nichts anderes vor. Ganz reizende Menschen leben hier. Jetzt könnten wir uns aber endlich eine Fahrt mit der Kutsche gönnen. Damit können wir auch etwas von der verlorenen Zeit zurückgewinnen. Glücklicherweise erhob Holmes keine Einwände. Jedoch erst bei der dritten Kutsche, der ich mich fast vor die Räder warf, waren meine Bemühungen endlich von Erfolg gekrönt. Schließlich erreichten wir den Hafen der Medici, der nach Anlage des neuen Hafens nur noch von den Fährschiffen nach Capraia, den Inseln des Archipelago Toscano sowie nach Elba, Sardinien und Korsika angefahren wurden. Holmes dirigierte die Droschke zu einer langen Mole, an der Boote unterschiedlicher Größe im Wasser schaukelten, darunter auch einige veritable Yachten. Davor saßen Fischer auf groben Holzhockern und flickten ihre kleinmaschigen, aus Hanfgarn geknoteten Netze, deren Kanten ringsum mit Schwämmen eingefasst waren. Erst bei diesem Anblick begriff ich, was Holmes bezweckte, nämlich sich hier nach Lady Epperstone zu erkundigen. Als der Kutscher den Schlag aufriss, schlug mir die mittägliche Hitze entgegen, aber wenigstens strich ein leichter Wind über die Hafenanlage. Wir stiegen aus und Holmes entlohnte den Kutscher, der sich dann zu zwei Kollegen gesellte, die am Hafen standen und rauchten. Wir gingen also von einem Privatschiff zum nächsten und fragten nach Lady Epperstone. Doch alle, die wir ansprachen, bestanden vehement darauf, diesen Namen noch nie gehört zu haben.
Auch die Fotografie half ihrem Gedächtnis nicht auf die Sprünge, auch wenn ich bei mindestens zwei der Befragten hundertprozentig sicher war, dass sie logen. Ich verstehe nicht, warum sie alle so unkooperativ sind. Es ist doch schließlich keine Schande, Lady Epperstone gekannt zu haben. Außerdem glaube ich ihnen kein Wort. Wenn die Lady häufig zum Segeln nach Livorno gefahren ist, konnte sie es doch gar nicht vermeiden, ab und zu mit dem einen oder anderen Bootsbesitzer ein paar Worte zu wechseln. Höchstwahrscheinlich. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass Lady Epperstone derartigen Kontakten tunlichst aus dem Weg gegangen ist. Für das Verhalten dieser Menschen gibt es eigentlich nur eine Erklärung. Nämlich, dass Lady Epperstone nur selten den Hafen aufgesucht hat, sondern nur deshalb nach Livorno gefahren ist, weil sie sich hier ungestört mit dem schönen Adriano Benetti treffen konnte, der sicher nicht zufällig in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gewohnt hatte. Dann würden die Leute nicht so unfreundlich reagieren, sondern in einem sachlichen Tonfall erklären, es tut mir schrecklich leid, Lady Epperstone ist mir unbekannt, aber wenn Sie vielleicht Senior was auch immer fragen, er segelt hier seit Jahren. Das wäre eine normale Reaktion. Vielleicht ist es unter Ihrer Würde, mit jemandem zu sprechen, der kein Segelboot besitzt. Sie kommen der Wahrheit schon näher. Meine Menschenkenntnis müsste mich trügen, wenn diese junge Frau nicht etwas gesprächiger wäre. Er deutete unauffällig auf ein hübsches junges Mädchen mit braunen Locken, das sich auf einem Liegestuhl an Deck einer kleinen Yacht räkelte, die sicher von nur zwei Seeleuten navigiert werden konnte. Buongiorno, Signorina. Ventura. Mr. Henry Baker Radcliffe und Mr. David Tristram. Wir waren Freunde von Lady Epperstone. Haben Sie sie zufällig gekannt? Die arme Lady Epperstone. Was für eine Tragödie, dass sie so früh sterben musste. Sie war doch erst 32 Jahre alt. Sie sind ihr also begegnet. Wir fanden es seltsam, dass jeder, den wir bisher angesprochen haben, dies vehement abgestritten hat. Die Yachtbesitzer mögen es eben nicht, wenn sie ständig ausgefragt werden. Ihre Geduld ist langsam erschöpft. Im letzten Herbst hat die Polizei hier mehrere Tage lang jeden einzelnen Schuppen untersucht und alle Bootsbesitzer ins Kommissariat bestellt. Aha. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass die Ermittlungen endlich abgeschlossen sind. Aber dann kommt dieser unglaublich hartnäckige Maler, dieser Signor... wie war nochmal sein Name? Adriano Benetti. Jedenfalls kam er letzte Woche vorbei und hat genau die gleichen Fragen gestellt wie die Polizei. Sie müssen verstehen, dass es den Leuten gereicht hat. Nicht, dass sie etwas zu verbergen hätten, aber es ist schon ein exklusiver Kreis und man möchte lieber unter sich bleiben. Es tut mir leid, dass wir Sie nun schon wieder mit Fragen belästigen müssen. Aber vor drei Tagen ist Adriano Benetti unter mysteriösen Umständen tödlich verunglückt. Und Sir Epperstone, der Witwer Lady Epperstones, hat uns gebeten, die näheren Umstände seines Todes zu untersuchen. Das ist ja schrecklich. So ein gut aussehender Mann. Wie um Gottes Willen ist das passiert? Holmes referierte Signora Ventura alles, was wir über den Tod des Malers in Erfahrung gebracht hatten, ohne dabei auf unseren unerfreulichen Besuch bei dessen Vetter einzugehen. Kannten Sie zufällig Elizabeth Dowland? Eine große, dunkelblonde Frau in schwarzen Kleidern, die manchmal Lady Epperstone beim Segeln begleitet hat. Die junge Frau hielt die Fotografie in der rechten Hand, beschattete ihre Stirn mit der linken und betrachtete das Bild einen Augenblick lang mit nachdenklicher Miene. Da muss ich passen. Das Gesicht ist mir leider unbekannt. Wie sagten Sie nochmal, dass sie heißt? Elizabeth Dowland. Dowland. Den Namen habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Die sogenannte Yacht der Lady hieß, wenn ich mich richtig erinnere, Gloria. Und ihre Besitzerin hatte auch einmal eine Freundin erwähnt, die ähnlich hieß. Aber ich entsinne mich nicht mehr an den exakten Namen. Es tut mir leid, dass ich keine große Hilfe bin. Aber ich fahre erst seit einem guten halben Jahr nach Livorno. Auch Lady Epperstone habe ich nur zwei oder dreimal gesehen. Aber trotzdem war ich erschüttert, als ich erfuhr, dass sie verunglückt ist. Das kann ich gut verstehen. Zumal Sie selbst Segelsport betreiben, wenn ich auch vermute, dass Sie nicht in See stechen würden, wenn ein Unwetter im Anzug ist. Auf keinen Fall. Mir ist sowieso das gesellige Beisammensein weit wichtiger als die sportliche Betätigung. Damit geben Sie mir das Stichwort zu meiner letzten Frage. Gibt es hier im Hafen ein Lokal, in dem sich die Bootsbesitzer gern bei schlechtem Wetter oder am Abend treffen? Ja, selbstverständlich. Der Goldene Anker ist unser Stammlokal. Danke, Signora Ventura. Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Die junge Frau fischte aus ihrer Handtasche einen Bleistift und einen Zettel, auf den sie zwei Zeilen schrieb.
Das ist meine Adresse. Nur für den Fall, dass Sie nochmal nach Livorno kommen sollten. Ich freue mich immer, wenn ich behilflich sein kann. Auf Wiedersehen, Signor Baker Radcliffe, Signor Tristram. Auch wir verabschiedeten uns, und es versetzte mich schon im Vorfeld in Hochstimmung, dass Holmes offenbar geplant hatte, in dem Stammlokal der Segler zu ermitteln. Ein nettes Mädchen. Also, wenn sie meine Schwester wäre, würde ich ihr verbieten, sich von einem wesentlich älteren Geschäftsmann aushalten zu lassen, der ihr zwar die Ehe versprochen hat, sie aber trotzdem nicht heiraten wird, da er bereits eine Ehefrau und 3 Kinder in Pisa hat. Woher wissen Sie das alles? Holmes legte derart komplizierte Schlussfolgerungen vor mir dar, dass ich sie leider nicht zu referieren vermag. Das ist ja bisher wie am Schnürchen gelaufen. Der eigentliche Zweck unserer Ermittlungen im Hafen war die Suche nach diesem Lokal. Es ist das Äquivalent einer Dorfschenke, in der der gesamte Klatsch der Gemeinschaft verbreitet wird. Als wir den Raum betraten, starrten uns die wenigen Gäste mit unverhohlener Neugier an. Kein Wunder, denn wir waren die einzigen Fremden, die sich hierher verirrt hatten. Der Wirt war ein kräftiger Mann mit finsterem Gesicht, den ich mir mühelos als Besitzer eines Boxclubs hätte vorstellen können. Womit kann ich den Signori dienen? Ich habe nur eine kurze Frage. Kannten Sie zufällig Lady Epperstone? Hier ist kein Schloss, sondern eine Trattoria. Möchten Sie etwas trinken, Signori? 2 Gläser eines guten lokalen Rotweins. Der Wirt machte eine wahre Zeremonie aus dem Öffnen einer Flasche, deren Hals er mit einer Serviette umwickelte, bevor er den Korkenzieher in den Korken schraubte. Ohne einen einzigen Tropfen zu vergießen, füllte er 2 Gläser bis zur Hälfte und überreichte sie uns. Diese Lady Epperstone. Wir haben gerade Mittagessenszeit, Signore. Ich habe wirklich sehr viel zu tun und... Herr Wirt, wenn Sie vielleicht die Freundlichkeit besäßen, mir zu sagen, was Sie für eine Auskunft verlangen, dann müssten wir uns nicht mehr gegenseitig die Zeit stehlen. Der Wirt schluckte. Er sah Holmes an, als ob er ihn für einen ungehobelten Burschen oder einen Spielverderber hielt. Dann nannte er eine Zahl, von der ich eine 0 weggestrichen hätte. Wortlos gab Holmes dem Wirt, wonach er verlangt hatte, und deutete auf einen freien Stuhl. Der Wirt nahm Platz. Also schön. Diese Lady Epperstone hat meine Trattoria niemals betreten. Aber ich kenne eine andere Engländerin, die damit angegeben hat, dass sie mit der Lady befreundet sei. Jung, trägt fast immer schwarz und ist meistens schlecht gelaunt. Elizabeth Dowland. Sie, das war ihr Name. Wie gesagt, hier bei mir, da war sie meist allein. Aber am Hafen, da wurde sie wohl immer von dieser Lady begleitet. Das haben mir jedenfalls die anderen Yachtbesitzer erzählt. Kam Ihre Freundin auch manchmal ohne Lady Epperstone an den Hafen? Mich dürfen Sie dann nicht fragen. Ich gehe nie an die Anlegestelle. Aber soweit ich mitbekommen habe, sind beide Frauen ab und zu auch allein segeln gegangen. Nur darum ist die Lady ja auch verunglückt. Sehr interessant. Gehörte zufällig auch der Maler Adriano Benetti zu Ihren Gästen? Ein auffällig gut aussehender Mann in den späten 40ern? Ein Maler? No. Aber ein attraktiver Mann war tatsächlich vor kurzem hier. Er wollte meine Frau ausfragen. Ob er Maler war, weiß ich nicht. Aber er war ebenfalls an dieser Lady interessiert. Deshalb hat es mich ja geärgert, als Sie schon wieder dieselben Fragen gestellt haben. Das liegt daran, dass Lady Epperstone unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist. Es ist überhaupt nicht mysteriös, wenn eine Frau, die bei jedem Wetter allein segelt, irgendwann einmal nicht zurückkommt. Ha, Sie müssen entschuldigen, die Pflicht ruft. Dann möchte ich Sie nicht länger aufhalten. Sie haben uns sehr geholfen. Der Wirt erhob sich etwas schwerfällig und trottete dann zu den neuen Gästen, um ihnen einen Tisch zuzuweisen. Wir haben einige äußerst wichtige Informationen erhalten. Und die Spesen haben sich auch in einem vertretbaren Rahmen bewegt. Morgen früh werden wir Sir Epperstone einen Besuch abstatten. Seine Villa besitzt ein großes Mansardendach, unter dem viel verborgen sein kann. Wann fahren wir wieder zurück? Mit dem nächsten Zug. Er fährt in einer halben Stunde und auf der Rückfahrt studieren wir die Zeitungen, die in der Wohnung des Malers herumgelegen haben. Musik
Als ich mich am folgenden Morgen um 8 Uhr dem Haus der Signora Rossi näherte, war ich voller Ungeduld. Denn in meiner Jackentasche befand sich ein an Holmes gerichteter Brief, der während unseres Aufenthaltes in Livorno bei den Boldoni angekommen war. Seine Verfasserin war niemand anderes als Elizabeth Dowland, die wohl die Anschrift von Holmes nicht kannte, während meine Adresse offenbar mittlerweile in der ganzen Stadt zirkulierte. Etwas irritiert öffnete ich die Zimmertür, blieb aber wie angewurzelt auf der Schwelle stehen, denn im Raum stand eine ziemlich abgerissene Gestalt. Es war ein kräftiger Mann in engen grauen Hosen, die von Rußflecken übersät waren. Auch seine hohen Stulpenstiefel, die schwarze, fleckige Bluse und der kurze, mehrfach geflickte Umhang hatten schon bessere Zeiten gesehen. Diese schäbige Aufmachung wurde abgerundet von einem speckigen Filzhut mit schmaler Krempe, der niedriger war als ein Zylinder und den der Fremde sich tief in die ungewaschene Stirn gestoben hatte. Zwar besaß diese Elendsgestalt, außer dass sie für einen Italiener ungewöhnlich hochgewachsen war, keinerlei Ähnlichkeit mit Holmes. Aber der gesunde Menschenverstand sagte mir, dass es sich um niemand anderen handeln konnte. Guten Morgen, Holmes. Meinen Sie, dass man Sie in dieser grotesken Maskerade in Sir Epplestones Villa empfängt? So sind nun einmal in Italien die Schornsteinfeger gekleidet. Anstatt sich Sorgen über mein äußeres Erscheinungsbild zu machen, sollten Sie sich lieber eine Geschichte überlegen, mit der Sie den Butler ablenken können. Dies wird nämlich Ihre Aufgabe sein, während ich dem hochwohlgeborenen Dachboden Sir Epplestones einen Besuch abstatten werde. Aber wo steckt nur der kleine Salvatore? Der Sohn von Signora Rossi wird nämlich meinen Lehrling spielen. Eine Tür öffnete sich und der Junge stapfte heraus. Salvatore war ebenfalls in schmutzige, schwarze Kleidungsstücke gewandet, hatte aber statt des Umhangs eine alte Decke um die Schultern geschlungen und trug auf dem Kopf keinen Hut, sondern eine Mütze. Der Junge hielt einen viel zu langen Besen in der Hand, auf den er sich stützte wie die griechische Göttin Athene auf ihre Lanze. »Das kann ich wirklich nicht gutheißen. Sie werden den Jungen noch auf die schiefe Bahn bringen.« »Ich bringe ihn keinesfalls auf Abwege. Im Gegenteil. Ich habe ihm schon einige englische Worte beigebracht. Außerdem ist Schornsteinfegen ein ehrenwertes Gewerbe. Und ich werde ihn für seine Arbeit bezahlen.« Obwohl ich keinesfalls von der Rechtmäßigkeit dieses Vorhabens überzeugt war, ließ ich die Sache erst einmal auf sich beruhen, zumal ich wegen des Briefs noch immer ganz aufgeregt war. Er riss mir den Brief förmlich aus der Hand. Bevor er ihn öffnete, inspizierte er ihn von allen Seiten. Er schnupperte am Umschlag und holte dann den gegen die Wand gelehnten Degen, der ihm offenbar nicht nur als Ablage, sondern auch als Brieföffner diente. Ein Liebesbrief? Schlimmer noch. Sie hat ein Gedicht für mich geschrieben, und zwar ein hochgradig romantisches. Hier ist doch tatsächlich vom Klang der Mandolinen in der Nacht die Rede, dem sie gern zusammen mit mir lauschen würde. Ich habe mich schon bei unseren Besuchen gefragt, womit sie genug Geld verdient, um sich eine Wohnung im Zentrum von Florenz, ein Dienstmädchen und sogar ein Sekretär leisten zu können. Wohl kaum mit derartigen Phrasen. Möglicherweise hat sie eine Erbschaft gemacht oder ein Ehemann muss für ihren Unterhalt aufkommen. Leider habe ich momentan keinen Zugang zu meinem Zettelkasten, der ein Verzeichnis von allem enthält, was mir außergewöhnlich erschienen ist, seien es Dinge, Orte oder Menschen. Aber ich bin doch ziemlich sicher, dass man den Namen Elizabeth Dowland darin vergeblich suchen würde. Ich habe bestimmt bisher weder von der Dichterin selbst noch von ihren Werken gehört. Unter dem Gedicht hat Miss Dowland noch ein paar Zeilen hinzugefügt, in denen sie uns für morgen Abend zu einer spiritistischen Sitzung in ihrer Wohnung einlädt. Das könnte höchst interessant werden, zumal sie mir mitteilt, dass sie auch Mr. Wilson, Mortimer Hopper und Sir Epplestone eingeladen hat. Darauf bin ich in der Tat ziemlich neugierig. Sie sagten vorhin, ich solle mit dem Butler reden, aber bestimmt ruft er sofort Sir Epplestone. Und ich weiß nicht, was ich zu dem Hausherrn sagen soll. Keine Sorge. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Sir Epplestone außer Haus sein wird. Wir Schornsteinfeger werden zuerst das Haus betreten. Einige Augenblicke später werden Sie vorfahren und den Butler mit Fragen über den verstorbenen Maler Adriano Benetti in Schach halten. Das ist alles. Nachdem wir uns von der, verständlicherweise um ihren Sohn besorgten, Signora Rossi verabschiedet hatten, stiegen wir also in die Droschke, die bereits draußen auf der Straße wartete.
Nach einer ereignislosen Fahrt durch die sengende Sonne näherten wir uns Fiesole. Der Kutscher riss den Schlag auf und die beiden falschen Schornsteinfeger stiegen aus. Ich tat, wie mir geheißen. Ich schritt an den kränklichen Pflanzen vorbei zur Haustür, wo mich bereits ein livrierter Diener erwartete, der offenbar die Kutsche hatte vorfahren sehen. Sir Epperstone ist leider außer Hause. Sie hätten vorher einen Termin beantragen sollen. Das ist aber höchst ärgerlich, denn ich bin extra aus Florenz hier hinausgefahren. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Mein Name ist David Tristram. Ich versuche im Auftrag Ihres Herrn die genaueren Todesumstände des Malers Adriano Benetti aufzuklären. Soweit ich informiert bin, hat Adriano Benetti doch längere Zeit in Ihrem Haus gelebt. Sie müssen doch irgendwann mit ihm gesprochen haben. Keinesfalls. Aber Signor Benetti hat bestimmt zum restlichen Personal Kontakt gehabt. Diese Frage kann Ihnen vielleicht eher eines der Dienstmädchen beantworten. Wenn Sie vielleicht in das Vorzimmer eintreten möchten. Dies war weit mehr, als ich erwartet hatte. Ich folgte also dem Butler in die Diele. Raffaella, der Signore hat eine Frage. Das Mädchen drehte sich um, stieg die Stufen wieder hinab, aber leider machte der Butler Anstalten, sich zu entfernen. Das sollte ich doch vermeiden, dachte ich verärgert. Schließlich hatte Holmes mir den Auftrag gegeben, den Butler abzulenken. Aber es fiel mir kein Vorwand ein, unter dem ich diesen hätte zum Verweilen bitten können. Also ließ ich ihn kampflos ziehen, was mir ein flaues Gefühl im Magen verursachte. Wissen Sie zufällig, ob der Maler, während er in diesem Haus gearbeitet hat, mit einem der Hausangestellten näheren Kontakt gepflegt hat? Er hat versucht, mit dem zweiten Stubenmädchen anzubandeln. Deshalb hat Sir Epperstone sie auch entlassen. Ich dachte, er hat sie entlassen, weil sie vergessen hat, die Fenster zu schließen. Ach, das müssen Sie falsch verstanden haben. Janna hat mir unter Tränen berichtet, dass Sir Epperstone sie wegen des Malers entlassen hat. Wissen Sie zufällig, ob Gianna mittlerweile eine neue Anstellung gefunden hat? Der Kutscher sagt, er habe sie aus dem Haus eines dicken, älteren Engländers in Florenz kommen sehen. Er hieß nicht zufällig Mr. Wilson. Ach, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Für mich klingen alle englischen Namen gleich. Ich weiß nur, dass er Bücher über Bilder schreibt. Nun war ich mir sicher, dass sie Mr. Wilson meinte, und ich war natürlich stolz auf diesen Ermittlungserfolg. Im gleichen Augenblick drangen Stimmen von oben durch das Treppenhaus. Eine von ihnen gehörte Holmes. Ich schaute durch die offene Tür des Vorzimmers nach oben und sah den falschen Schornsteinfeger mit indignierter Miene die Stufen hinabsteigen, gefolgt von einem sichtlich gut gelaunten Gehilfen. Das nächste Mal kündigen Sie sich bitte vorher an. Sie schauen den Schornsteinfeger an, als ob Sie ihn kennen würden. Natürlich nicht. Ich kenne keine Schornsteinfeger. Der Lärm hatte mich nur irritiert. Um mich nicht verdächtig zu machen, versuchte ich mich wieder auf Raffaella zu konzentrieren, die mich noch immer mit ihren großen braunen Augen fragend anblickte. Ich erzählte ihr, dem Treppenhaus den Rücken zukehrend, vom Tod Adriano Benettis. Aber es entging mir nicht, dass der Butler mir im Vorbeigehen finstere Blicke zuwarf. Da ich mich ungern vor die Tür setzen lasse, hätte ich mich am liebsten augenblicklich zurückgezogen. Aber dann hätte ich gegen die Weisungen von Holmes verstoßen. Also tauschte ich noch einige Nichtigkeiten mit Raffaella aus, bevor ich mich von dem Mädchen verabschiedete. Einen Gruß vor mich hinmurmelnd eilte ich zu meiner Droschke. Wir waren etwa eine halbe Meile gefahren, als ich die falschen Schornsteinfeger wartend am Wegrand stehen sah. Die Kutsche bremste, um die beiden zusätzlichen Fahrgäste aufzunehmen, und setzte sogleich ihre Fahrt wieder fort. Was haben Sie auf dem Dachboden herausgefunden? Sir Epperstone hat dort oben die Altmeistergemälde versteckt, die ihm angeblich gestohlen worden sind. Ansonsten war der Dachboden fast leer. Hatten Sie etwas anderes erwartet? Ich hatte Sir Epperstone im Verdacht, weitere Gemälde auf dem Dachboden versteckt zu haben. Dies könnte durchaus der Fall gewesen sein, denn ich habe in einem Winkel des Dachbodens einen winzigen goldenen Splitter gefunden, der von einem vergoldeten Bilderrahmen stammen könnte. Außerdem hoffte ich, dort Indizien zu finden, die den Tod von Lady Epperstone erhellen. Aber ich habe etwas Wichtiges herausgefunden. Adriano Benetti hatte ein Techtelmechtel mit Sir Epperstones zweitem Stubenmädchen. Deshalb hat ihr Arbeitgeber sie entlassen, nicht wegen des offenen Fensters.
Ich vermute, dass der Vorfall ihm schmerzlich ins Gedächtnis gerufen hat, dass auch seine Frau ein Verhältnis mit dem Maler gehabt hat. Und deshalb hat er so gnadenlos reagiert. Sie haben sich doch hoffentlich den Namen der jungen Frau geben lassen? Selbstverständlich. Raten Sie einmal, in wessen Haushalt sie mittlerweile beschäftigt ist. Bei Mr. Wilson. Wie konnte Holmes die Information sofort erraten, auf die ich so stolz gewesen war? Holmes streifte seinen schmutzigen Schornsteinfegerumhang ab und zog die weite Bluse aus, unter der er ein gestärktes Hemd trug. Mit wenigen Handbewegungen klopfte er den Schmutz aus seiner Hose und von den Stiefeln. Schließlich entledigte er sich seines alten Huts. Als wir Fiesole nach wenigen Minuten Fahrzeit erreichten, hatte sich sein Äußeres völlig verändert. Mit seinem schwarzen Gehrock, dem Zylinder und dem modischen Spazierstock, all diese Gegenstände hatte er offenbar in der Droschke deponiert, sah er aus wie aus dem Ei gepellt. Und was machen wir nun? Wir bringen zuerst diesen müden Jungen zu seiner Mutter. Dann statten wir Mr. Wilson einen Besuch ab, denn ich hoffe noch heute, den dilettantischen Einbruchsversuch in seinen Palazzo aufklären zu können. Mr. Baker Radcliffe, Mr. Tristram, schön, Sie wiederzusehen. Wie weit sind Ihre Ermittlungen gediehen? Wir verfolgen eine höchst interessante Spur. Ich gehe davon aus, dass sich das Gruppenporträt wieder an Ihrem Palazzo befindet. Woher wissen Sie das? Darauf weisen nicht zuletzt die nicht unerheblichen baulichen Veränderungen an Ihrem Palazzo hin. Ich würde übrigens das Gemälde gern noch einmal betrachten. Wie Sie wünschen. Es hängt in unserem Speisezimmer. Als ich das Gemälde an seinem angestammten Platz sah, musste ich widerwillig zugeben, dass es sich dort nicht schlecht machte. Wissen Sie zufällig, was dieser gelbe Fleck auf Sir Aberstones Brust zu bedeuten hat? Nein, da muss ich passen. Er ist mir niemals aufgefallen, aber das Bild hängt schließlich erst seit kurzem wieder in unserem Hause. Warum fragen Sie nicht Sir Aberstone? Er weiß dies auch nicht. Aber wir dachten, Sie könnten mit dem Maler darüber gesprochen haben. Schließlich ist es Ihr Gemälde. Ich habe niemals ein Gespräch im eigentlichen Sinn des Wortes mit Adriano Benetti geführt. Ich habe ihm das Gemälde abgekauft. Das war alles. Ich habe Sie also richtig verstanden, dass Sie sich weder mit Adriano Benetti noch mit Sir Aberstone über das Gemälde unterhalten haben? Nein, warum sollte ich dies getan haben? Ich finde, ein Gruppenporträt bietet nicht viel Gesprächsstoff. Vor allem, wenn man es mit einem Verächter der modernen Kunst zu tun hat, dem es nicht gefällt. Sie haben auch nicht über die Gründe gesprochen, warum es Sir Aberstone nicht gefiel? Das ist doch offensichtlich. Für seinen etwas konventionellen Geschmack ist es viel zu modern gemalt. Sie gestatten doch sicherlich, dass ich mir die Rückseite des Bildes anschaue. Glücklicherweise war der Esstisch lang genug, um das großformatige Gruppenporträt darauf zu legen. Seine Rückseite war verblüffend schäbig und schmutzig für ein Gemälde, das erst vor wenigen Wochen gemalt worden war. Holmes begann, die Innenkante des Rahmens zu betasten. Ein alarmierter Mr. Wilson schaute ihm dabei über die Schulter. Wonach suchen Sie eigentlich? Nach einem Geheimversteck. Da ich es erstaunlich fand, dass der Einbrecher seine Beute wegen eines Mopses kampflos zurückgelassen hatte, stellte ich die Hypothese auf, dass er es nicht auf das Gemälde selbst abgesehen hatte, sondern auf einen Gegenstand, zum Beispiel einen Zettel, der im Rahmen versteckt war. Leider habe ich aber bisher keinerlei Hinweise gefunden, die dazu geeignet wären, diese Theorie zu zementieren. Es gibt noch eine Sache, die mich interessiert. An dem Tag, als Sie das Gruppenporträt zum ersten Mal gesehen haben, gab es damals einen bestimmten Grund, warum Sie Sir Aberstone besucht haben? Das will ich wohl meinen. Lady Rutherford, Miss Dowland, Mr. Hopper und ich sind gemeinsam nach Fiesole gefahren, um uns das Gemälde anzuschauen, für das wir Modell gesessen hatten. Und, wie ich schon mehrfach gesagt habe, fand Sir Aberstone das Gemälde grässlich, während ich davon so angetan war, dass ich es spontan erworben habe. Mich wundert, dass Sir Aberstone es im Nachhinein zu bereuen scheint, Ihnen das Bild überlassen zu haben. Er ist manchmal etwas wankelmütig. Haben Sie Sir Aberstone den vollen Kaufpreis erstattet? Wo denken Sie hin? Er hat mir freiwillig einen Rabatt von 25% angeboten. Es ist ihm noch nicht einmal aufgefallen, dass das Bild einen Rahmen aus dem 18. Jahrhundert besitzt, der allein weit mehr wert ist als der Betrag, den ich für das gerahmte Gemälde bezahlt habe. Der Rahmen ist echt? Auch Holmes war vor Überraschung einen Schritt zurückgetreten. Dann drehte er das Gemälde mit einer entschlossenen Bewegung um.
Warum haben Sie mir dies nicht schon vorher gesagt? Das gibt der Geschichte eine ganz neue Wendung. Erstens sieht man dies auf einen Blick, zumindest wenn man sich ein klein wenig auskennt. Und zweitens haben Sie mich niemals nach dem Rahmen gefragt, sondern immer nur nach dem Gemälde. Holmes nahm einen Stift und schob seine Spitze vorsichtig zwischen Rahmen und Leinwand. Schauen Sie sich das selbst an. Sie glauben es mir sonst nicht. Mr. Wilson trat neben Holmes und ich folgte ihm. Mit zusammengekniffenen Augen schaute er auf den Stift. Das Porträt ist auf eine alte Leinwand gemalt. Ich fürchte, das Gemälde ist gestohlen, und zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei Sir Epperstone. Also das geht eindeutig zu weit. Ich habe das Bild ehrlich erworben. Sie haben mich falsch verstanden. Mit diesem Delikt haben Sie nicht das Geringste zu tun, sehr geehrter Mr. Wilson. Es stellt sich aber natürlich nun die Frage, woher das Altmeistergemälde stammt. Meine Vermutung ist, dass Adriano Benetti es zufällig in der Villa von Sir Epperstone gefunden hat, beispielsweise auf dem Speicher, im Keller oder in einer Abstellkammer. Möglicherweise war es sogar noch verpackt und ganz bestimmt hat es Lady Epperstone erworben. Sir Epperstone war es, der versucht hat, bei mir einzubrechen? Selbstverständlich nicht. Es war Adriano Benetti. Und endlich kenne ich auch sein Motiv. Er wollte sich auf diesem Weg sein Diebesgut zurückholen. Ich vermute, er hat vorher versucht, Ihnen das Gruppenporträt abzukaufen. In der Tat. Er hat mir sogar das Doppelte des Preises geboten, zu dem ich es gekauft habe. Aber ich wollte davon natürlich nichts wissen. Das ist ein absolutes Meisterwerk und ich werde mich um nichts in der Welt davon trennen. Aber unter dem Gemälde befindet sich ein wertvolles Gemälde eines anderen Meisters, das Adriano Benetti übermalt hat, um es unbemerkt aus der Villa von Sir Epperstone schmuggeln zu können. Hat er gesagt, dass er ein Bild vermisst? Nein, aber... Sehen Sie, dann brauchen wir uns auch keine Gedanken über Sir Epperstone zu machen. Trotzdem gehören der, wie Sie selbst schon zugegeben haben, wertvolle Rahmen und das möglicherweise noch wertvollere Gemälde unter der oberen Farbschicht Sir Epperstone. Sie sollten mit ihm reden. Einen Teufel werde ich. Sir Epperstone wäre zuzutrauen, dass er dieses Hauptwerk der modernen Malerei aus schnödem Gewinnstreben vernichtet. Adriano Benetti hat sicherlich das Gemälde in großer Eile anfertigen müssen, da er nicht von Sir Epperstone überrascht werden wollte, der vermutlich seine Villa für einige Tage verlassen hatte. Und? Meiner Meinung nach erklärt dieser Zeitdruck die äußerst flüchtige Ausführung. Aha. Könnte es nicht sogar sein, dass er absichtlich ein schlechtes Bild gemalt hat, damit Sir Epperstone sich weigert, dafür Geld auszugeben? Denn dies war die Voraussetzung dafür, dass er sein Diebesgut seelenruhig mit nach Hause nehmen konnte. Was heißt hier schlechtes Bild? Wie sagt man so schön, über Geschmack kann man nicht streiten. Aber Mr. Tristram hat wahrscheinlich nicht Unrecht. Adriano Benetti hat es möglicherweise darauf angelegt, dass sein Kunde das Gemälde ablehnt. Und was hätte er Ihrer Meinung nach getan, wenn Sir Epperstone von seinem Werk so begeistert wie ich gewesen wäre? Ein Blick auf die Gemälde, die in dessen Villa hängen, wird Adriano Benetti genügt haben, um zu erkennen, dass diese Gefahr nicht bestand. Sie sagten vorhin selbst, dass Sir Epperstone einen eher konventionellen Kunstgeschmack besitzt. Es hat mich sowieso erstaunt, dass er Benetti diesen Auftrag erteilt hat, zumal es diese Gerüchte gibt, wegen, naja, Sie wissen schon. Ja, auch wir haben davon gehört. Und es ist davon auszugehen, dass Sir Epperstone mit dieser großzügigen Geste demonstrieren wollte, dass es sich tatsächlich nur um Gerüchte handelte. Ich will ja nicht indiskret sein, Mr. Baker Radcliffe, aber es sind keinesfalls nur Gerüchte. Alle im Club waren darüber einer Meinung. Da hilft gar kein Leugnen und kein Dementieren. Schauen Sie hier. Holmes deutete auf einen Schmutzpartikel, der so klein war, dass ich ihn zuvor nicht bemerkt hatte. Das ist der Rest des Netzes einer winzigen Spinne, deren lateinischer Name mir momentan nicht präsent ist. Aber sie lebt nicht in völlig finsteren Räumen, da dort ihre kleinen Beutetiere nicht herumfliegen und sich in ihrem Netz verfangen. Wir können also präzisieren, dass Signor Benetti das Gemälde wahrscheinlich nicht in einem Keller, sondern eher auf einem Dachboden entdeckt hat. Sehr geehrter Mr. Wilson, der Einbruchsversuch in Ihre Villa ist damit also aufgeklärt. Wir möchten daher Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Versprechen Sie mir, dass Sie Sir Epperstone nicht über Ihre Entdeckung informieren. Schließlich bin ich Ihr Klient. Ich unternehme nichts in dieser Angelegenheit, ohne vorher mit Ihnen zu sprechen. Guten Tag, Mr. Wilson. Wir finden allein hinaus.
Bevor der Hausherr etwas erwidern konnte, verabschiedete Holmes sich mit einem angedeuteten Nicken von ihm. Ich murmelte einen Gruß vor mich hin und wir verließen den Palazzo. Holmes, das war eine Meisterleistung. Ich hätte niemals vermutet, dass der Wert des hässlichen Bildes darin besteht, dass ein schönes darunter steckt. Aber vielleicht entgeht der Menschheit nun ein Meisterwerk der Barockmalerei. Vielleicht hat aber auch Mr. Wilson recht und das Gruppenporträt ist ein Meilenstein der modernen Malerei, der nicht vernichtet werden darf. Als Holmes die Tür der Wohnung von Signora Rossi aufschloss, war seine Wirtin gerade dabei, ihren Sohn Salvatore lautstark auszuschimpfen, der schluchzend vor ihr stand und schuldbewusst auf den Boden starrte. Als ich die Zimmertür öffnete, kollidierte ich fast mit einer Schiefertafel, die mit Zahlenkolumnen bedeckt war und die mich an die Schultafel in der Wohnung Adriano Benettis erinnerte. Die Daten der Liste mit der Überschrift Livorno. Wieso habe ich diese Schiefertafel heute Morgen nicht bemerkt? Sie ist schließlich alles andere als klein. Weil sie vor dem Bett stand und ich einige Kleidungsstücke darüber geworfen hatte. Aber ich vermutete, dass mich wohl eher seine Maskerade als Schornsteinfeger derart abgelenkt hatte, dass mir dieses Ensemble entgangen war. Ich hoffe, Ihr Schwager steht noch in Kontakt mit dem geschickten Vetter seines Nachbarn, der meinen neuen Pass angefertigt hat. Ich glaube schon. Mir ist jedenfalls nichts Gegenteiliges bekannt. Sie sind hoffentlich mit dem Dokument zufrieden. Doch, ich bin damit außerordentlich zufrieden. Ich stelle diese Frage aus einem anderen Grund. Ich gehe doch sicher recht in der Annahme, dass dieser Vetter des Nachbarn über informelle Kontakte zur Polizei verfügt. Da muss ich leider passen. Falls dem so sein sollte, wäre ich diesem Herrn sehr verbunden, wenn er sich bei der Polizei nach Adriano Benetti erkundigen würde. Aha. Sie haben sich also endlich meiner Meinung angeschlossen, dass er ein gemeiner Erpresser war? Himmel, nein. Aber es könnte sein, dass er ein Polizeispitzel war. Ich werde mit Andrea sprechen. Holmes nickte nachdenklich und einige Augenblicke lang herrschte Schweigen. Ich habe mich in den letzten Tagen schon eingehend mit diesen Zeitungen beschäftigt, aber leider bin ich noch nicht recht schlau daraus geworden. Könnte es nicht sein, dass der Maler sie aus einem ganz alltäglichen Grund aufgehoben hat? Zum Beispiel, weil er an den Cricket-Ergebnissen interessiert war? Kein Italiener interessiert sich für Cricket. Und zweitens sind diese Zeitungen an exakt den Tagen erschienen, die auf der Livorno-Liste verzeichnet sind. Damit dürfte hinlänglich bewiesen sein, dass die Zeitungen aus Leghorn wichtig für unsere Ermittlungen sind. Wir sollten also untersuchen, ob es eine Gemeinsamkeit gibt, die sie verbindet. Ein Thema, das in jeder dieser Zeitungen behandelt wird, eine Kleinanzeige, die immer wieder auftaucht, irgendetwas in der Art. Nach einer Weile klopfte es zaghaft an der Zimmertür. Herein! Signora Rossi öffnete die Tür mit dem Ellbogen. Sie trug ein Tablett herein, von dem ich zuerst annahm, dass es leer sei. Dann bemerkte ich, dass ein Brief darauf lag. Elizabeth Dowland? Sie lädt uns morgen Abend um 8 Uhr zu einer Seance ein. Hören Sie selbst. Lady Rutherford, unser bewährtes Medium, ist überraschend nach Florenz zurückgekehrt. Dies bietet uns die lang ersehnte Gelegenheit, endlich wieder eine spiritistische Sitzung in meiner Wohnung veranstalten zu können. Schon wieder eine ziemlich dubiose Einladung. Ich hätte nicht vermutet, dass wir plötzlich in das gesamte gesellschaftliche Leben des Höllenfeuerclubs einbezogen werden. Das könnte aber recht aufschlussreich sein. Lady Rutherford ist die einzige der auf dem Gruppenbildnis dargestellten Personen, die wir noch nicht kennengelernt haben. Ich wäre Ihnen daher sehr verbunden, wenn Sie sich morgen die Lady aus der Nähe anschauen würden. Sie können mich doch nicht allein zu Miss Dowland schicken. Das können Sie mir wirklich nicht antun. Sie wissen doch, dass diese Einladung in Wahrheit nur Ihnen gilt. Meine Anwesenheit nimmt diese exaltierte Dichterin allenfalls notgedrungen in Kauf, damit Sie sie mit Ihrer Anwesenheit beglücken. Mr. Tristram, Sie werden sicherlich verstehen, dass ich Elizabeth Dowland keinen Anlass zum Verfassen weiterer romantischer Gedichte geben möchte. Sagen Sie ihr, dass ich nicht an Geister glaube und mich daher außerstande sehe, an Ihrer spiritistischen Sitzung teilzunehmen, zumal ich davon ausgehe, dass dabei keine Zaungäste geduldet werden. Aber auch ich glaube nicht an diesen Hokuspokus. Ich weiß.
Sonst würde ich nicht mit Ihnen zusammenarbeiten. Als ich zur vereinbarten Stunde die Treppe des Mietshauses hochstieg, in der die Dichterin logierte, war meine grundsätzliche Abneigung gegen jede Art von Okkultismus schierer Sensationsgier gewichen. Elizabeth Dowland öffnete erst beim dritten Läuten. Und es war unübersehbar, dass sie eine miserable Schauspielerin war, denn sie vermochte nur mühsam, ihre Enttäuschung darüber zu verbergen, dass ich ohne Holmes vor ihrer Wohnungstür stand. Vielleicht hätten wir ihn auf unsere Seite ziehen können. Elizabeth Dowland geleitete mich in den Salon, der eigentlich viel zu klein für die Gesellschaft war, die immerhin, mich eingerechnet, 11 Personen umfasste. Da drüben ist unser geschätztes Medium Lady Rutherford. Hat sie eigentlich eine Wohnung in Florenz gemietet, obwohl sie offenbar nicht dauerhaft hier lebt? Das nicht, aber man hält im Hotel Medici immer ein Zimmer für sie bereit. Ich werde sie miteinander bekannt machen. Lady Rutherford, darf ich Ihnen Mr. David Tristram vorstellen? Lady Rutherford, es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits, Mr. Tristram. Wo habe ich nur Ihren Namen schon einmal gehört? Ah, ich erinnere mich. Sind Sie nicht der Assistent des Gespensterjägers? Ja, ich habe Mr. Baker Radcliffe bei der Aufklärung dieses Falles geholfen. Die Lady wandte sich wieder ihren vorherigen Gesprächspartnern zu und gab mir damit unmissverständlich zu verstehen, dass sie nicht mehr mit mir zu plaudern geruhte. Wo bleibt nur Sir Epistone? Sind Sie denn sicher, dass er kommen wollte? Ganz sicher. Zumal ich versprochen habe, ihm ein Probeglas dieser vorzüglichen Orangenkonfitüre mitzugeben, die ich aus Sussex beziehe. Wir sollten noch ein Viertelstündchen auf ihn warten. Warum servieren Sie uns nicht in der Zwischenzeit diesen Cocktail, den Sie uns in Aussicht gestellt haben? Das kommt gar nicht in Frage, mein Lieber. Kein Alkohol vor einer spiritistischen Sitzung. So musste ich weitere 15 Minuten, die mir sehr lang vorkamen, im Raum herumlungern. Obgleich ich von einer kleinen Gruppe zur anderen schlenderte, nahmen nämlich die anderen Gäste keine Notiz von mir. Offenbar war dieser Verein eine verschworene Gemeinschaft, die Außenstehenden gegenüber äußerst reserviert war. Als ich zum dritten Mal innerhalb von nur 5 Minuten an Lady Rutherford vorbeiging, ohne dass sich die Gelegenheit bot, ein paar Worte mit ihr zu wechseln, hörte ich mit halbem Ohr etwas von einer Vereinbarung, die sie mit der Seele eines Toten getroffen habe. Doch ich war mir nicht sicher, ob ich mich nicht verhört hatte. Ich bezweifle mittlerweile, dass Sir Epistone noch kommen wird. Wir müssen wohl ohne ihn beginnen. Endlich wies Miss Dowland uns unsere Plätze an dem runden Tisch in der Raummitte zu, wobei sie darauf achtete, dass immer ein Mann zwischen 2 Frauen zu sitzen kann. Aber dies ging nicht ganz auf, denn es gab einen Frauenüberschuss, wohl verursacht durch die Abwesenheit von Holmes und Sir Epistone. Er wird unsere Seance schlicht vergessen haben. Vielleicht sollten wir uns in Zukunft jede Woche an einem bestimmten Tag zusammenfinden. Damit könnten wir derartige Missverständnisse vermeiden. Hatte nicht Sir Wilson behauptet, dass sich die Mitglieder des Höllenfeuerclubs jeden Dienstag trafen? Entweder hatte der Kunstkritiker gelogen oder Elizabeth Dowland gehörte nicht zum inneren Kreis ihres Clubs. Lasst uns endlich beginnen. Mit der Miene einer Tragödin, die sich anschickte, ihren großen Monolog ins Publikum zu deklamieren, erhob sich Elizabeth Dowland von ihrem Stuhl. Sie ging mit langsamen Schritten im Salon herum und löschte sämtliche Kerzen, bis sich der Raum in tiefer Dunkelheit befand. Wessen Geister sollen diesmal angerufen werden? Es wurden von allen Seiten Vorschläge unterbreitet. Meist handelte es sich um verstorbene Familienmitglieder der Teilnehmer. Als der scharfe Blick der Lady auf mir ruhte, nannte ich aufs Geratewohl meinen Schwiegervater, Lorenzo Boldoni, was mir einen boshaften Blick Mortimer Hoppers einbrachte. Er seinerseits brachte Michelangelo ins Spiel und ich fragte mich, ob dies ein Scherz sein sollte. Aber niemand lachte darüber. Lady Rutherford schloss die Augen. Für einen Augenblick glaubte ich, sie sei eingeschlafen, aber dann wäre ihr sicher der Kopf auf die Brust gesunken. Sie schien zu erstarren und wirkte wie gelähmt. Ein verbissener Zug breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Niemand sprach, niemand bewegte sich.
Und so vergingen einige Minuten, in denen nichts besonders Bemerkenswertes geschah. Ich fragte mich schon, ob sich die Kontakte mit den Geistern vielleicht auf nonverbaler Ebene abspielten, als Lady Rutherford die Augen ganz plötzlich wieder aufriss. Es ist völlig zwecklos. Die Geister sprechen heute Abend nicht zu mir. Dies ist auch kein Wunder, denn bekanntlich wird ein sympathetischer Kreis unterbrochen oder kommt gar nicht erst zustande, wenn sich ein Skeptiker unter den Teilnehmern befindet. Eine Entschuldigung vor mich hin murmelnd erhob ich mich und niemand versuchte mich aufzuhalten. Als ich die Salontür öffnete, bemerkte ich, dass Elizabeth Dowland mir folgte. Leben Sie wohl, Mr. Tristram. Bitte übermitteln Sie meine Empfehlungen an Mr. Baker Radcliffe. Ich stieg also die Treppe hinunter und verließ das Mietshaus. Im Dunkel war das Glühen von Holmes Pfeife zu sehen. Sonst wäre ich sicher mit ihm zusammengestoßen, da er vor der Haustür stand. Mir gefällt gar nicht, dass Sir Aberstone auf sich hat warten lassen. Sicherlich hat dies auch die Gastgeberin beunruhigt. Haben Sie Lady Rutherford ausgerichtet, dass ich mit ihr sprechen möchte? Leider nicht. Sie war so unnahbar wie ein Granitblock. Unmöglich, ein privates Wort mit ihr zu wechseln. Wie bedauerlich. Dann brachen wir auf. Holmes zu seiner Wirtin, ich zum Haus der Boldoni. Aber es blieben noch einige Häuserblocks, bevor sich unsere Wege trennten. Stellen Sie sich vor, ausgerechnet der kleine Salvatore hat mir bei der Lösung des Rätsels der Livorno-Liste geholfen. Tatsächlich? Und das sagen Sie erst jetzt? Das liegt daran, dass dies passiert ist, während Sie der Seance beigewohnt haben. Als ich vorhin kurz bei Signora Rossi vorbeigeschaut habe, war diese gerade bei einer Nachbarin zu Besuch. Ihr Sohn hat mir schon wieder seine Hilfe aufgedrängt und ich dachte, es kuriert ihn von seiner Begeisterung für die Detektivarbeit, wenn ich ihn die Immobilienanzeigen studieren lasse. Aber er hat offenbar nicht gewusst, was Immobilien sind, denn ich sah ihn kurze Zeit später Berichte über Schiffe lesen. Als ich ihn auf seinen Irrtum hinweisen wollte, fiel mein Blick zufällig auf das Wort Livorno. Livorno ist nicht nur der Name einer Stadt, sondern auch der eines Handelsschiffes, das regelmäßig zwischen Marseille und Leghorn verkehrt. Haben Sie dies bereits überprüft? Selbstverständlich. Es ist tatsächlich in allen Zeitungen, die Adriano Benetti aufgehoben hat, von der Ankunft dieses Handelsschiffs die Rede. Und was hat es Ihrer Meinung nach mit dem Schiff für eine Bewandtnis? Ich habe durchaus eine Hypothese. Aber es wird sich noch erweisen, ob diese zutreffend ist. Macht es Ihnen etwas aus, morgen früh um 8 vor der Stazione Santa Maria Novella zu sein? Keinesfalls, aber... Und könnten Sie für sich einen Satz alter Kleidungsstücke mitbringen? Selbstverständlich. Er wünschte mir eine gute Nacht und verschwand ins nächtliche Florenz. Am nächsten Morgen herrschte ein trübes, diffuses Licht. Es war schwül und ein Sturm kündigte sich an. Die Sonne zeigte sich nur kurz am bleiernen Himmel, um bald ganz hinter grauen Wolken zu verschwinden. Als ich mit meiner Reisetasche zum Bahnhof ging, hätte ich zu gern gewusst, wozu genau ich die darin verstauten alten Kleidungsstücke benötigen würde. Natürlich besaß ich eine grobe Vorstellung davon, was Holmes bezweckte, aber mir lagen diese verdeckten Einsätze nicht. Schon von Weitem erkannte ich die lange, hagere Gestalt von Holmes, die sich schwarz vor dem hellen Stein des Bahnhofs abzeichnete, und daneben bemerkte ich, sehr zu meinem Missfallen, eine zweite, kleinere Silhouette, die zweifelsohne zu Salvatore Rossi gehörte, dem Sohn seiner Vermieterin. »Halten Sie doch bitte den Jungen aus den Ermittlungen heraus. Die arme Signora Rossi möchte schließlich, dass einmal etwas aus ihm wird.« Salvatore besitzt eine große Begabung für das Detektivhandwerk. Auch hat er sich noch niemals über Hitze oder Hunger beklagt. Oh. Während wir beide nach Leghorn fahren, kann der Junge einige Besorgungen in Florenz machen. Warum haben Sie mir nicht schon gestern gesagt, dass wir nach Livorno fahren? Es war gestern leider noch nicht abzusehen, ob wir genügend Zeit dafür haben. Jetzt sollten wir endlich den Zug besteigen, sonst fährt er noch ohne uns ab. Wir hasteten mit unserem Gepäck zum Gleis und hätten trotzdem um ein Haar den Zug verpasst. Kaum hatten wir die hohen Stufen des Waggons erklommen, setzte sich die Lok bereits mit einem Ruck in Bewegung. Und was führt uns eigentlich nach Livorno? Ah, ich vergaß, dass Sie dies noch nicht wissen. Heute Mittag legt die Livorno in Leghorn an und ich möchte es nicht versäumen, dies aus der Nähe zu betrachten. Nach einer ereignislosen Fahrt erreichten wir Livorno am späten Vormittag.
Wir bestiegen eine bereits vor dem Bahnhof wartende Droschke und fuhren durch das Stadtzentrum zum Hafen. Wir stiegen aus und ich musterte die trostlose Umgebung. Wir werden mit einem Fischerboot vor die Küste fahren. Ich habe Signorina Ventura, die junge Dame, deren Bekanntschaft wir bei unserem letzten Besuch in Leghorn am Hafen gemacht haben, telegrafisch gebeten, dies für uns zu organisieren. In diesem Schuppen sollten wir einen Krug mit Wasser und eine Waschschale vorfinden. Hier sollten wir jetzt auch unsere Kleidung wechseln. Hinter der Bruchbude führte ein Holzsteg ins Meer, an dem eines jener kleinen Segelboote im Wasser schaukelte, die die ärmeren Fischer benutzten. Ansonsten war weit und breit kein anderes Schiff oder Boot zu sehen. Als wir den Schuppen wieder verließen, sahen wir in unserer abgetragenen, aber unverkennbar städtischen Aufmachung eher wie Bettler aus, als dass wir dem Fischer mit seiner einfachen, aber sauberen weißen Kleidung ähnelten, der uns mit stoischer Miene in seinem Boot erwartete. Am liebsten hätte ich das Boot schleunigst wieder verlassen, aber es war zu spät. Der Fischer setzte das Segel und wir legten ab. Wir haben Glück. Das Schiff ist äußerst pünktlich. Ich hatte befürchtet, hier längere Zeit in der prallen Sonne auf seine Ankunft warten zu müssen. Er deutete auf ein rauchendes Blechungetüm, das sich am Horizont abzeichnete. Offenbar war die Livorno eines dieser neumodischen Dampfschiffe. Ich wollte schon nachfragen, worauf ich eigentlich mein Augenmerk richten sollte, als ein Fischerboot die Nachbarbucht, die wir nicht einsehen konnten, verließ und der Livorno entgegensteuerte. Diese verlangsamte ihre Fahrt und ich beobachtete mit angehaltenem Atem, wie zwei Matrosen Holzkisten unterschiedlicher Größe an Seilschlingen die hohe metallene Bordkante hinabließen. Die Fischer, oder wer auch immer an Bord des Kutters sein mochte, lösten die Kisten mit großer Geschicklichkeit aus den Schlingen und verstauten sie im Rumpf ihres Schiffes, sowie in einem Beiboot, das sie mittlerweile ins Wasser gelassen hatten. Bald waren Kutter und Beiboot randvoll beladen. Das ganze Schauspiel hatte nur wenige Minuten gedauert, als der Kutter plötzlich abdrehte und die Livorno ziemlich unvermittelt ihre Fahrt wieder aufnahm und uns wie eine schwimmende Festung entgegenkam. Fahren Sie sofort zurück! Ich schaute mich mit einem flauen Gefühl im Magen nach dem Dampfer um, aber die Gefahr war gebannt. Die Livorno fuhr nicht mehr auf unser Fischerboot zu, sondern steuerte den Hafen an. Das Ganze nennt man Schmuggel. Die Livorno legt jetzt im gleichnamigen Hafen an und passiert dort ganz ordnungsgemäß den Zoll. Später liefern die Fischer die Pakete gegen eine angemessene Belohnung wieder ab und man verkauft deren Inhalt in Leghorn, ohne Einfuhrzoll dafür gezahlt zu haben. Denken Sie daran, dass Italien seit einigen Jahren geradezu protektionistische Zölle auf französische Waren erhebt. Der Zoll auf manche Luxusgüter beträgt immerhin stolze 25%. Holmes drehte sich nach dem Fischkutter um, der gerade in die benachbarte Bucht verschwand. Holmes starrte ihm grimmig nach. Offenbar war er mit dem Verlauf unseres merkwürdigen Ausflugs nicht recht zufrieden. Ich habe nicht mit einem so großen Schmugglerschiff gerechnet. Daher habe ich unsere Aktion vorzeitig abgebrochen. Eigentlich hatte ich vorgehabt, dem Boot zu folgen, um herauszufinden, ob wir vielleicht einen der Schmuggler kennen. Ich kenne bestimmt keine Schmuggler. Wer weiß? Meinen Sie, dass Adriano Benetti ermordet worden ist, weil er diesen Schmugglern auf die Schliche gekommen ist? Das ist durchaus eine ernsthaft zu erwägende Möglichkeit. Kurze Zeit später erreichte das Fischerboot die einsame Bucht, von der wir aufgebrochen waren, und ich war erleichtert, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Wie vereinbart wartete die Droschke vor dem morschen Schuppen. Holmes entlohnte den Fischer, der sich dreimal bedankte, und wir wechselten erneut unsere Kleider. Als Holmes und ich den Schuppen verließen, war das Fischerboot bereits wieder verschwunden. Wir fuhren mit der Droschke zum Bahnhof zurück. Holmes hatte an diesem Tag noch vor dem Hotel einen Besuch abzustatten, in dem Lady Rutherford logierte, da er meinte, dass es unerlässlich sei, mit allen Personen zu sprechen, die auf dem Gruppenporträt Adriano Benettis dargestellt waren. Auf dem Weg überquerten wir eher zufällig die Piazza della Signora und passierten dabei den vor etwa 20 Jahren errichteten Palazzo della Assicurazione Generale di Venezia, der auf wenig überzeugende Art und Weise den Renaissance-Stil der benachbarten Gebäude imitierte. Davor standen zwei Zeitungsverkäufer, die den Passanten ihre Blätter aufzunötigen versuchten.
Ich schenkte ihnen zuerst keine weitere Beachtung, da wir eine Tageszeitung abonniert hatten, in der ich aber meist nur die Kriminalberichterstattung las. Außerdem hatten mir die Lokalzeitungen aus Livorno für einige Jahre die Zeitungslektüre verleitet. Aber im Vorbeigehen streifte mein Blick ein Plakat mit der Schlagzeile »Englische Hellseherin nach Geisterbeschwörung gestorben«. Wir eilten zu den Zeitungsverkäufern, die mittlerweile das Blatt lautstark anpriesen, und Holmes kaufte ein Exemplar. Die Nachricht war der Zeitung so wichtig erschienen, dass sie diese auf der ersten Seite brachte. Mit angehaltenem Atem betrachtete ich, über den angewinkelten Arm von Holmes hinweg, den Stich, der den Artikel illustrierte, und meine Vermutung wurde aufs Schrecklichste bestätigt. Das Bild zeigte eine idealisierte, weniger pferdegesichtige Lady Rutherford mit hellbraunen Locken, sozusagen eine italienische Zwillingsschwester des Mediums. Es mochte nach ihrem Passbild angefertigt worden sein. Wann ist das Unglück passiert? Am frühen Morgen, wenige Stunden nach der spiritistischen Sitzung, ist Lady Rutherford ganz plötzlich gestorben. Wurde sie am Ende gar vergiftet? Die Polizei tappt noch völlig im Dunkeln. Der Artikel sagt, man hat Lady Rutherford um 11 Uhr morgens leblos in ihrem Hotelzimmer gefunden. Der Tod muss irgendwann in den späten Abendstunden eingetreten sein. Das ist ja unglaublich präzise. Weiter hinten im Text heißt es, die genaue Todesursache sei bisher unbekannt. Aber da Lady Rutherford, laut Auskunft ihres Hausarztes, eine todkranke Frau war, schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus. Holmes beendete seine Litanei ziemlich abrupt und ich ging um ihn herum, um endlich den Artikel selbst lesen zu können. Schon auf den ersten Blick sprang mir das Wort Schornsteinfeger geradezu ins Auge und ich verstand augenblicklich, was Holmes die Sprache verschlagen hatte. Was ist, wenn man sie wiedererkennt? Nur einen Tag nach dem Auftritt der, wie lautet noch die genaue Formulierung, verdächtig aussehenden Schornsteinfeger waren wir schließlich zu Gast bei Sir Epperstone. Und keiner seiner Bediensteten hat irgendetwas bemerkt. Holmes nahm mir die Zeitung wieder aus der Hand. Er riss den Artikel heraus und warf den Rest der Zeitung in die nächste Mülltonne. Dann machte er sich mit entschlossener Miene auf den Weg. Gehen wir jetzt trotzdem zum Hotel? Schließlich ist es nun der Tatort eines Verbrechens. Sie neigen zu voreiligen Schlüssen. Wir wissen nicht einmal, ob ein Verbrechen stattgefunden hat, geschweige denn wo. Die Tatsache, dass Lady Rutherford in ihrem Hotelzimmer gefunden wurde, ist noch lange kein Beweis dafür, dass sie dort gestorben ist. Wer hätte diese Wendung erwartet? Der Fall wird immer komplizierter. In gewisser Weise erleichtert Lady Rutherfords Tod unsere Ermittlungen. Denn von 5 möglichen Mitspielern hat nun einer die Bühne verlassen. Es ist nur schade, dass es mir nicht vergönnt war, Lady Rutherford kennenzulernen. Meinen Sie, dass Lady Rutherford etwas mitbekommen hat, das sie nichts anging? Das ist ziemlich unwahrscheinlich, wo sie doch erst seit einem Tag in Florenz weilte. Aber es ist nicht auszuschließen. Kurz vor 5 betraten wir das repräsentative Entree des Hotels Medici mit seinen goldenen Vorhängen, seinen rotbraunen Wänden, den Kronleuchtern und den echten Perserteppichen. Hinter der Rezeption warteten ein älterer Mann mit grauem Haar und ein etwa 15-jähriger Hotelpage. Ich habe Lady Rutherford ein Buch geliehen, das ich gerne zurückholen würde. Es genügt mir, einen Blick in das Zimmer zu werfen. Ich sehe sofort, ob das Buch auf dem Nachttisch liegt. Er schob einen Geldschein, den er offenbar die ganze Zeit über in der Hand gehalten hatte, unter das Gästebuch. Der Blick des Rezeptionisten wanderte von Holmes zu dem Gästebuch. Es war ein nicht unerheblicher Geldbetrag, der dort auf ihn wartete. Und er war leicht verdient. Leicht zitternd streckte er seine Hand aus, schob sie unter das Gästebuch, umfasste den Geldschein und steckte ihn mit einer schnellen Bewegung in die Jacketttasche. Dann griff er nach einem der Schlüssel, die an einem Brett hinter der Rezeption hingen, und wir folgten ihm schweigend durch den von der Halle abzweigenden Korridor. Die Zimmertür war nicht von der Polizei versiegelt worden, und so konnte der Angestellte uns ohne weiteres aufschließen. Holmes betrat den Raum und der Rezeptionist folgte ihm wie ein aufmerksamer Wachhund. Auf dem Nachttisch lag nur die obligatorische Bibel, die in jedem italienischen Hotel den Gästen zur Verfügung stand, aber kein Buch, das Lady Rutherford gehören mochte. Sehr seltsam. Sie muss mein Buch weiterverliehen haben.
Dann wollen wir Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Kaum, dass wir die Türschwelle des Gästezimmers überschritten hatten, verschloss er augenblicklich die Zimmertür und drehte den Schlüssel zweimal im Schloss herum. Holmes bedankte sich noch einmal und wir durchquerten die Halle, ohne mit einem anderen Angestellten gesprochen zu haben. Aber besonders kooperativ war er nicht. Der Hotelier muss noch geboren werden, dem der Ruf seines Hauses nicht wichtiger ist als die Aufklärung eines Kriminalfalls. Das ist aus seiner Sicht auch verständlich. Aber was haben Sie bei der Untersuchung des Zimmers herausbekommen? Das Gras vor den Fenstern war nicht niedergetreten. Also können wir davon ausgehen, dass niemand in Lady Rutherfords Zimmer eingedrungen ist. Erst als wir im Begriff waren, das Hotel zu verlassen, machte sich ein Hotelpage bemerkbar, der uns offenbar gefolgt war. Ah, Sir Epperstone hat meine Nachricht erhalten. Wir begaben uns in die elegant eingerichtete Hotelbar, wo wir Sir Epperstone im Gespräch mit dem Kellner vorfanden. Ich schnappte die Ausdrücke Wahrsagerin und Tuberkulose im fortgeschrittenen Stadium auf. Aber als die beiden uns sahen, verebbte das Gespräch. Der Arzt hat einen Totenschein auf Herzversagen ausgestellt. Unglücklicherweise war ich der Letzte, der Lady Rutherford lebend gesehen hat. Daher hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, zwei längere Gespräche mit dem Kommissar zu führen, der mich schon zum Tod von Adriano Benettis befragt hat. Es ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie meiner Einladung Folge geleistet haben. Ich habe übrigens den Nachlass Benettis gekauft. Hopper meint, es sei eine gute Kapitalanlage. Warum hat er ihn dann nicht selbst erworben? Weil er sich nichts aus Gemälden macht, sagt er jedenfalls. Ich bezweifle, dass dies der wahre Grund war. Aber ich dachte, vielleicht stoppt es das Gerede über meine Gemahlin und den Maler, wenn ich den Nachlass Adriano Benettis kaufe. Wem haben Sie von dem Nachlass erzählt? Das kann ich wirklich nicht rekonstruieren, aber Mortimer Hopper wird es kurz über lang jedem einzelnen Mitglied der englischen Gemeinde in Florenz erzählen. Es wird Zeit, dass wir selbst die Initiative ergreifen. Es macht Ihnen doch bestimmt nichts aus, überall zu verbreiten, dass sich im Nachlass des Malers auch sein Tagebuch befunden hat. Durchaus nicht. Und wessen Besuch darf ich daraufhin erwarten? Es ist eine Marotte von mir, dass ich nur äußerst ungern meine Beweisführung darlege, bevor der Täter mir ins Netz gegangen ist. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, so würde ich es begrüßen, wenn Sie bereits heute mit der Verbreitung dieses Gerüchtes beginnen könnten. Sofern ich Mr. Tristram richtig verstanden habe, hat Miss Dowland den Vorschlag gemacht, eine Art Stammtisch zu institutionalisieren. Ich nickte automatisch, obwohl niemand mich ansah. Aber dieser Vorschlag ist bei den anderen auf wenig Gegenliebe gestoßen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass sie heute zu Hause ist. Sie können ja behaupten, dass Mortimer Hopper etwas in ihrer Wohnung verloren hat, das sie ihm mitbringen wollen. Ein Zigarettenetui oder dergleichen. Elizabeth Dowland wird sicherlich die Neuigkeit verbreiten helfen, dass sie das Tagebuch erworben haben. Trotzdem kann es nicht schaden, auch Mr. Wilson in Kenntnis zu setzen. Und auf dem Rückweg könnten Sie vielleicht so freundlich sein, auch bei Hopper vorbeizuschauen. Schließlich wohnt er für Sie auf dem Weg. Nehmen Sie aber unbedingt einen Dienstboten mit, denn es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie bei den Besuchen keine Speisen oder Getränke annehmen. So hat mich seit meiner Kindheit niemand mehr herumkommandiert. Aber die Sache verspricht eine interessante Abwechslung zu werden. Ich werde also Ihren Weisungen folgen. Dafür wäre ich Ihnen sehr verbunden. Eine Viertelstunde später saß ich mit einem Glas Sherry in der Hand auf der Terrasse des Herrenhauses. Leider hatte Sir Epperstone behauptet, keinen Cognac im Hause zu haben. Da ich keine Neigung verspürte, dem launischen Sir Epperstone Gesellschaft zu leisten, dessen derzeitige Leutseligkeit jederzeit wieder in Arroganz umschlagen konnte, vertrat ich mir in der Zwischenzeit etwas die Beine im Garten. Während ich an der Hecke entlang spazierte, bemerkte ich eine schön blühende Blume, die ich nicht kannte. Um sie besser sehen zu können, bog ich einen Zweig zur Seite. Einen Augenblick lang hielt ich staunend in der Bewegung inne. Hinter der Hecke befand sich ein verrostetes Gartentor. Ich kam mir wie ein Schatzgräber vor, als ich diese heruntergekommene Pforte sah. Was mochte sich wohl dahinter verbergen? Mit großer Mühe gelang es mir, mich zwischen den Büschen hindurchzuzwängen, deren relativ großer Abstand voneinander verriet, dass sie einst das Portal flankiert hatten. Erwartungsgemäß waren die Angeln halb eingerostet.
Dagegen überraschte es mich, dass das Gartentor nicht abgeschlossen war. Ohne groß nachzudenken, stieß ich es auf. Zwei kleine Vögel, die ich aufgeschreckt hatte, flatterten davon und ich durchschritt das Portal. Auf seiner anderen Seite befanden sich eine aus großen Steinen zusammengefügte alte Kapelle und ein kleiner Schuppen. Doch waren sie eher Ruinen als nutzbare Bauten. Das winzige, verwahrloste Grundstück, auf dem sie standen, war zur Straße hin von einer verwilderten Buchsbaumhecke umgeben, weshalb mir die alten Bauten zuvor niemals aufgefallen waren. Schon wollte ich umkehren, als sich etwas auf dem Grundstück regte. Erstaunt erkannte ich, dass es niemand anderes als Elizabeth Dowland war, die einen Eimer voll Erde auf einen Lehmhaufen kippte. Sie trug ein einfaches graues Kleid mit schwarzen Bändern, einen schwarzen Gürtel und hatte die Haare nachlässig hochgebunden. Nachdem die Dichterin ihre Arbeit beendet hatte, hob sie ihren Blick und schaute in meine Richtung. Als sie mich sah, stieß sie einen halb unterdrückten Schrei aus und fast hätte sie den Eimer fallen lassen. Sie haben mich ja halb zu Tode erschreckt, Mr. Tristram. Was um Himmels Willen hat Sie denn hierher verschlagen? Ich bin in Sir Epperstones Park spazieren gegangen und muss mich dabei verlaufen haben. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich sein Grundstück verlassen habe. Guten Tag, Miss Darland. Schön, Sie zu sehen. Sie erwiderte meinen Gruß und ich wunderte mich, dass sie sich nicht nach Holmes erkundigte, wie sie es meist bei meinem Anblick zu tun pflegte. Ich entsann mich, dass Sir Epperstone uns erzählt hatte, dass die Dichterin auf dem Nachbargrundstück archäologische Grabungen betrieb. Waren Sie erfolgreich bei Ihren Grabungen? Oh ja, in der letzten Woche habe ich ein ganz famoses etruskisches Grab gefunden. Möchten Sie es besichtigen? Das Grab befindet sich doch wohl nicht unter der Hütte. Nein, es liegt unter der alten Kapelle. Was für ein Zufall. Das ist keinesfalls ein Zufall, sondern der Bau ist auf einer uralten Kultstätte errichtet. Also, Mr. Tristram, treten Sie ein. Sie werden überrascht sein. Dummerweise begann es auch noch in diesem Augenblick zu regnen. Also gab ich mir einen Ruck und schritt auf die hölzerne Kapellentür mit ihrem ringförmigen Türklopfer zu, der von einem bronzenen Löwenmaul gehalten wurde. Rechts neben dem Portal stand eine Schubkarre, während links Spaten und Schaufeln unterschiedlicher Größe gegen die fleckigen Steine der Westwand gelehnt waren. In der Kapelle schlug mir ein modriger Geruch entgegen, was kein Wunder war, denn das Innere des Sakralraums bot einen trostlosen Eindruck. Die Fresken auf den Langhauswänden waren fast völlig abgeblättert. Eine dicke Staubschicht bedeckte die beiden Grabdenkmäler rechts und links des Altarraums sowie die hohe Kanzel vor der Mitte der Wand. Ansonsten besaß die Kapelle keine Möblierung mehr, nicht einmal einen Altar. Das Grab befindet sich unterhalb der Krypta, aber möchten Sie nicht erst einmal die wunderbaren Dinge betrachten, die ich dort gefunden habe? Ich habe sie in diesen Nebenraum gebracht. Sie stellte den schweren Blecheimer, den sie immer noch in der Hand hielt, auf den Boden ab, schritt eilig durch das Kirchenschiff und riss eine kleine Tür links neben dem Altarbereich auf. In der dahinterliegenden Kammer, bei der es sich einst um eine Sakristei oder um eine Schatzkammer gehandelt haben mochte, stand ein Tapeziertisch, auf dem Fragmente etruskischer Keramik und einige Öllämpchen ausgebreitet waren. Unwillkürlich entfuhr mir ein leiser Ausruf des Erstaunens. Fasziniert betrachtete ich die Fundstücke, denn bis zu diesem Augenblick war ich der Ansicht gewesen, dass die Dichterin auf diesem öden Trümmergrundstück nichts gefunden haben konnte, was älter als Michelangelos David war. Bestimmt würde Sir Epperstone sich sehr darüber ärgern, dass nur wenige Fuß neben seinem Anwesen ein etruskisches Grab gefunden worden war. Ein knirschendes Geräusch riss mich aus meinen Betrachtungen und ich drehte mich erschrocken um die eigene Achse. Irritiert stellte ich fest, dass ich allein im Raum war. Erneut hörte ich das metallische Geräusch, das mich beunruhigt hatte, und diesmal erkannte ich, dass es ein Riegel war, der vor ein Schloss geschoben wurde. Miss Dowland, ich finde das nicht komisch. Bitte lassen Sie mich augenblicklich wieder hinaus. Warum verfolgen Sie mich?
Ich habe Ihnen doch vorhin schon gesagt, dass ich hier zufällig vorbeigekommen bin. Ich wollte Sie nicht stören. Wenn Sie die Tür öffnen, verschwinde ich augenblicklich wieder. Das muss ich mir noch reiflich überlegen, denn ich glaube doch, dass Sie mich verfolgen. Ehe ich eine passende Antwort formuliert hatte, hörte ich das Schleifen von Metall auf Stein. Dies war der Blecheimer, der wieder vom Boden gehoben wurde. Und ich fragte mich erschrocken, was die Dichterin damit bezweckte. Schieben Sie sofort diesen verdammten Riegel wieder auf! Aus der Kapelle drang kein Laut. Entweder Miss Dowland hatte den Bau verlassen, oder sie war in die Krypta verschwunden. Wieder rief ich ihren Namen, doch sie antwortete nicht. Noch immer war mein Verstand nicht bereit zu glauben, dass dies nicht bloß ein Missverständnis war. Daher rief ich immer wieder nach Miss Dowland, bis ich völlig heiser war. Schließlich sank ich erschöpft zu Boden. Eine Woge der Verzweiflung durchflutete mich. Ich war gefangen in einer Ruine auf einem abgelegenen Grundstück, das auf keiner noch so genauen Karte verzeichnet war. Ich hätte nicht zu sagen vermocht, wie lange ich völlig niedergeschlagen mit meinem Schicksal haderte, als ich plötzlich gedämpfte Wortfetzen hörte. Waren die Komplizen der Dichterin gekommen, um mich umzubringen? Ich suchte genauso verzweifelt wie vergeblich einen Ort, an dem ich mich verstecken konnte. Hier ist die Polizei. Aufmachen im Namen des Gesetzes. Eine grenzenlose Erleichterung überkam mich, denn ich hatte gar nicht zu hoffen gewagt, dass die Polizei mein Verlies finden könnte. Bestimmt war es Holmes gewesen, der ihnen den Weg gewiesen hatte. Die Dichterin antwortete nicht. Wo mochte sie wohl stecken? Eine gespenstische Stille herrschte im Inneren des heruntergekommenen Baus. Mit angehaltenem Atem lauschte ich einige Sekunden lang, aber noch immer war nichts zu hören. Trotz der schwülen, staubigen Luft in dem alten Gemäuer war mir plötzlich eisig kalt. Wieder vergingen einige Sekunden in qualvoller Stille. Dann hörte ich laute Stimmen. Die Stimmen kamen immer näher und mit ihnen das Tappen von Füßen auf dem Keramikboden. Hier ist die Polizei. Öffnen Sie augenblicklich oder wir schlagen die Tür ein. Die Dichterin antwortete mit sich fast überschlagender Stimme, aber ich konnte ihre Worte nicht verstehen, da sie offenbar aus der Tiefe kamen. Nochmals wurde die Dichterin aufgefordert, herauszukommen. Und im gleichen Augenblick hörte ich Schritte vor der Kammer, in der ich gefangen war. Jemand machte sich an der Tür zu schaffen, und wenige Augenblicke später erkannte ich Holmes im Türrahmen. Schnell raus hier! Die ganze Krypta ist voller Dynamit. Die Kapelle kann jeden Augenblick in die Luft gehen. Und Miss Dowland? Weigert sich, die Krypta zu verlassen, obwohl dort alles feucht und klamm ist. Und jetzt raus hier! Wir stürmten durch den leeren Kirchenraum ins Freie, wo es immer noch nieselte. Im selben Augenblick hörte ich hinter mir eine Detonation, einen dumpfen Schrei, das Klirren von zerborstenem Glas. Der Knall tönte so laut in meinen Ohren, dass es schmerzte. Eine zweite Explosion, die mich halb betäubte, zerriss die Luft. Und ich warf mich ohne groß nachzudenken auf den Boden. Flammen flackerten durch die Fensteröffnungen und aus der Kapelle drang ein scharfer Brandgeruch. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass ich um ein Haar in diesem Inferno umgekommen wäre. Was um Himmels Willen ist geschehen? Miss Dowland war im Begriff, einen Tunnel zur Villa von Sir Epperstone zu graben. Dafür hatte sie größere Mengen Sprengstoff in der Krypta gelagert. Ihr war offenbar nicht bekannt, dass Dynamit nur in trockener Umgebung gelagert werden sollte. Feuchtes Dynamit verliert rasch seinen Nitroglycerinanteil, der sich dann unbemerkt auf dem Boden sammelt und unversehens explodiert. Es hat heute immer wieder durch das undichte Dach der Kapelle geregnet. Daher ist es zur Katastrophe gekommen. Es war also ein tragisches Unglück. Das werden wir wohl niemals erfahren. Vielleicht war es ein Unfall, vielleicht hat aber Elizabeth Dowland die Explosion noch absichtlich verursacht, da sie im wahrsten Sinne des Wortes in die Enge getrieben war. Aber warum der Aufwand? Wollte sie Sir Epperstone berauben? Elizabeth Dowland wird doch wohl kaum Adriano Benetti umgebracht haben. Doch, das hat sie. Ich glaube, auf den Schreck brauche ich einen Cognac. Und dann wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie etwas Licht in das Dunkel dieses Falls bringen würden. Ich verstehe nämlich noch immer gar nichts. Wir alle könnten jetzt einen Drink gebrauchen. Und sicherlich wird es Sir Epperstone ein wahres Vergnügen sein, uns zu bewirten.
Er hat nämlich schon befürchtet, einen nicht nur Tage, sondern wochenlangen Belagerungszustand seitens der Polizei in seiner Villa erdulden zu müssen. Haben Sie geahnt, wer Ihnen in die Falle gehen würde? Selbstverständlich. Daran bestand nicht der geringste Zweifel. Und Miss Dowlands Sekretär? Er war natürlich Ihr Komplize. Er wird seiner Strafe nicht entgehen, denn da seine Identität bekannt ist, wird es der Polizei ein leichtes sein, ihn zu ergreifen. Es war übrigens die Existenz dieses Sekretärs, die zuerst meinen Argwohn geweckt hat. Dies und die Tatsache, dass der Hauswart so gefällig war, die Tür Tag und Nacht offen stehen zu lassen, damit Miss Dowlands Kunden unerkannt ihre Wohnung betreten und verlassen konnten. Ich habe daraufhin das Katasteramt konsultiert und festgestellt, dass Elizabeth Dowland die Besitzerin des gesamten Miethauses war. Warum haben Sie mir das verschwiegen? Ich spreche ungern über einen Fall, bevor er abgeschlossen ist. Die Tatsache, dass die Dichterin zu verbergen suchte, wie wohlhabend sie war, war ein Mosaiksteinchen, das nur in Zusammenhang mit anderen Beobachtungen ein Bild ergeben hat. Dieser Fall, typisch englischen Understatements, hätte auch ganz anders motiviert sein können. Zum Beispiel durch Angst vor Einbrechern oder vor Heiratsschwindlern. Miss Dowland hatte bestimmt keine Angst vor Heiratsschwindlern, im Gegenteil. Es war ganz offensichtlich, dass sie selbst auf der Suche nach einer guten Partie war. Ich konnte mich daher auch nie des Eindrucks erwehren, dass sie es auf das Geld meiner Gemahlin abgesehen hatte. Warum wollte Elizabeth Dowland verbergen, dass ihr das Mietshaus gehörte, in dem sie gewohnt hat? Warum hat Elizabeth Dowland den Maler umgebracht? Wir haben die Information erhalten, dass Adriano Benetti wiederholt Engländer bei der Polizei angezeigt hat. Er hat ihren Club für eine kriminelle Vereinigung gehalten. Wie kam er denn auf diese abwegige Idee? Wir sind alle respektable Gentlemen. Vielleicht abgesehen von Mortimer Harper. Ich habe Ihnen doch von dieser Aufstellung erzählt, die ich in Adriano Benettis Zimmer gefunden habe. Wir haben mittlerweile festgestellt, dass es sich um die Ankunftszeiten eines Schiffes namens Livorno handelt. Von diesem Schiff wurden und werden noch immer heimlich Kisten vor der Küste von Leghorn an Land gebracht, um den hohen Einfuhrzöllen zu entgehen, die der italienische Staat auf nicht-italienische Waren erhebt. Da Adriano Benetti sich für die Livorno interessierte, hat er offenbar vermutet, dass die Schmuggler Engländer sind. Denn schließlich brachte er vorzugsweise unsere Landsleute vor den Kadi. Dies war der Angelpunkt, um den sich der Fall dreht. Der Maler hat, obwohl er genügend belastendes Material gesammelt hat, keine Anzeige erstattet. Daraus schloss ich, dass er einen bestimmten Täter fassen wollte. Meine Gattin? Wohl kaum. Miss Dowland hat wahrscheinlich das Boot ihrer Gattin zum Schmuggeln missbraucht, wenn diese in Florenz war. Die zwei Frauen waren zwar miteinander befreundet und es verband sie eine Leidenschaft für das Meer, auf Dauer war es aber unvermeidlich, dass Lady Epperstone Verdacht schöpfte. Sie verdächtigen diese wahnsinnige Elizabeth Dowland, meine Gattin ermordet zu haben? Eigentlich nicht. Es wird wahrscheinlich wirklich ein Unfall gewesen sein. Das bleibt bitte unter uns. Aber es würde mich nicht wundern, wenn meine Gattin an der Schmuggelei beteiligt gewesen ist. Man hört so einige Gerüchte darüber, wie ihre Familie zu ihrem immensen Reichtum gekommen ist. Holmes nickte, als ob eine seiner Theorien soeben bestätigt worden sei. Dann klopfte er mit äußerst konzentrierter Miene seine Pfeife aus. Er setzte seinen Bericht erst fort, als seine erloschene Pfeife wieder brannte. Mehrere Zeugen bestätigen, dass Adriano Benetti auf eigene Faust versucht hat, Lady Epperstones Tod aufzuklären. Aber bevor er sein Ziel erreicht hatte, wurde er selbst ermordet. Soweit war ich mit meinen Überlegungen gekommen, als ich mich fragte, warum er nicht sofort, sondern erst ein halbes Jahr nach dem Unglück begonnen hat, den Fall wieder aufzurollen. Dafür konnte es eigentlich nur eine Erklärung geben. Und die war, dass der Auftrag zu diesem unseligen Gruppenporträt den Stein ins Rollen gebracht hat. In diesem Zusammenhang fand ich es höchst aufschlussreich, dass die fünf auf dem Bild dargestellten Personen Adriano Benetti einzeln Modell gesessen haben. Während der Maler Elizabeth Dowland skizziert hat, muss diese wohl etwas gesagt haben, was einen Argwohn erweckt hat. Irgendeine Bemerkung, die ihn zusammen mit den Informationen, die Lady Epperstone ihm gegeben hatte, verriet, dass sie in illegale Aktivitäten verwickelt war. Ah. Möglicherweise hat er von Miss Dowland Geld für sein Schweigen verlangt.
Vielleicht hat er aber nur eine unvorsichtige Bemerkung gemacht, die der Dichterin gezeigt hat, dass er sie durchschaut hatte. Jedenfalls hat sie augenblicklich gehandelt. Sie hat sich in der Mittagspause an den Arbeitsplatz Adriano Benettis begeben und hat das hochgradig unprofessionelle Gerüst, auf dem der Maler arbeitete, zum Einsturz gebracht. Und alles wegen etwas Schmuggelware? Natürlich nicht. Unsere Dichterin hat einer Bande von Einbrechern zugearbeitet, deren Kopf ihr angeblicher Sekretär ist. Was Lady Rutherford betrifft, so hoffe ich, dass man ihren Leichnam genauer untersuchen wird. Sie könnte zwar durchaus eines natürlichen Todes gestorben sein, aber das wäre doch ein ziemlicher Zufall. Ich nehme eher an, dass irgendetwas, das sie bei Elizabeth Dowland zu sich genommen hat, vergiftet war. Das glaube ich auch. Die Dame, die mir über den Verlauf der Seance berichtet hat, meinte, Elizabeth Dowland sei darüber befremdet gewesen, dass sich Lady Rutherford auf den Weg zum Badezimmer einen der Cocktails genehmigt hatte. Das sagen Sie jetzt erst. Ich habe dieser Kleinigkeit keine weitere Bedeutung beigemessen. Also wurde Lady Rutherford sozusagen aus Versehen vergiftet? Ja, vermutlich war der vergiftete Cocktail entweder für mich selbst bestimmt oder für Sir Aberstone. In letzterem Fall sollte es sicher nach einem Selbstmord aussehen. Und das Gift war etwas, das Sir Aberstone verwendet haben könnte, zum Beispiel Schierling. Wie wir festgestellt haben, wächst dieser reichlich auf seinem Anwesen. Seit einigen Jahren kann man das darin enthaltene Gift sogar synthetisch herstellen. Finden Sie das nicht etwas spekulativ? Warum nicht Arsen oder Zyankali? Weil es den Eindruck eines Selbstmords erwecken sollte. Und Sir Aberstone mit seiner Vorliebe für die Antike hätte dafür sicherlich Schierling gewählt. Bestimmt hat Adriano Benetti versucht, Lady Aberstones Tod aufzuklären, weil er sie geliebt hat. Sie haben so einen Drang zu romantischen Geschichten. Da ist mir doch Ihre Erpresserhypothese noch lieber. Na. Im Teatro della Pergola tritt heute Abend ein berühmter Violinvirtuose auf. Ich habe eine Loge für uns reserviert. Vorher haben wir noch genügend Zeit, um in einem guten Lokal zu speisen. Sie können mir doch sicherlich eines empfehlen. Ich nickte, ohne etwas zu sagen. Das wäre ein würdiger Abschluss meines Aufenthalts in Florenz.